Guten Abend allerseits. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Fortsetzung unserer öffentlichen Vortragsreihe Europagespräche. Wieder einmal dankenswerterweise in Zusammenarbeit mit der deutsch-italienischen Gesellschaft Hildesheim. Und es liegt ja bei diesem Thema auch wirklich nahe, dass wir wieder einmal kooperieren. Das ist, denke ich, schon jetzt im höheren zweistelligen Maße seit 15 Jahren der Fall. Ich darf Ihnen heute vorstellen, meinen sehr geschätzten Freund und Kollegen Christian Janssen von der Universität Trier. Herr Janssen hat studiert Geschichte und Mathematik an der Universität Heidelberg in den Jahren 74 bis 81. Er hat im Anschluss interessanterweise für ein Druckereikollektiv gearbeitet. Er war unter anderem dann in weiterer Folge an der Uni Heidelberg bei den namhaften Kollegen Hartmut Söll, wissenschaftlicher Mitarbeiter. Söll, der über Herbert Wehner und über Helmut Schmidt bekannt geworden ist und seinen Werken. Und er hat bei gleichnamigen Kollegen Hartmut Söll auch promoviert im Jahre 1989 zum Thema Professoren und Politik. Politisches Denken und Handeln der Heidelberger Hochschullehrer 1914 bis 1935, also in einer spannenden Phase eingeschlossen, die Zeit des Ersten Weltkrieges, die Weimarer Republik und die ersten Jahre nach der nationalsozialistischen Machtübernahme. Er hat in Folge dann, Christian Janssen, bei einem äußerst namhaften Kollegen gearbeitet, nämlich an der Ruhr-Universität in Bochum bei Hans Mommsen. Sie kennen sicher diese berühmte Historiker-Dynastie der Mommsens oder Wolfgang Justin Mommsen, der an der Universität, an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf gelehrt hat. Und Hans Mommsen an der Ruhr-Universität in Bochum, nicht zu vergessen Theodor Mommsen, den einzigen Nobelpreisträger als Historiker, allerdings für Literatur. Aber immerhin, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Christian Janssen hat habilitiert 1998 bei Hans Mommsen zu einem Thema, das gar nicht zu Mommsens Spezialgebieten gehörte, nämlich Einheit, Macht und Freiheit, die Paulskirchenlinke und die deutsche Politik in der nachrevolutionären Epoche, die Jahre 1849 bis 1967. Christian Janssen hat dann auch den Lehrstuhl vertreten an der Universität in Konstanz unter Dieter Lange, Wiesches Ägide, an einem DFG-Projekt mitgewirkt nach der Revolution 1848-49. Er war Visiting Professor for German History an der Hebrew University in Jerusalem, schließlich auch an der Ruhr-Universität Bochum tätig als Dozent in den Jahren 2000 bis 2007, hatte für neuere Geschichte an der Technischen Universität in Berlin eine Professur inne in den Jahren 7 bis 12, von 12 bis 13 auch ein Jahr in Münster für neuere und neueste Geschichte, und er ist seit Oktober 2013 der Inhaber des Lehrstuhls für neuere Geschichte mit dem Schwerpunkt auf das 19. Jahrhundert an der Universität Trier. Und nicht nur das, er hat dort auch ein Italienzentrum aufgebaut und entwickelt. Das ist nicht selbstverständlich, davon gibt es kaum oder keine, nur wenige solche Zentren in Deutschland, obwohl das ja ein ganz doch wichtiger Nachbarstaat, wenn man so will, Österreichs, des deutschen Sprachraums ist und wir mit unserer italienischen Geschichte ja wirklich zu beschäftigen haben, in jeder Hinsicht, kulturell, historisch, natürlich auch mit Blick auf das 20. Jahrhundert, wenn wir an den Faschismus denken, an den Lehrmeister Hitlers, nämlich Benito Mussolini, wenn wir an den Populismus denken, wenn wir an die vielfältigen Beziehungen denken zwischen dem deutschen Sprachraum und Südeuropa, Italien als Gründungsmitglied der NATO, als Gründungsmitglied der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft etc. Ich darf nochmal hinweisen auf die Arbeitsgebiete unseres heutigen Gastes. Es ist die deutsche italienische Geschichte über das 19. Jahrhundert hinausgehend. Herr Janssen hat sich auch intensiv mit den Entwicklungen des 20., wie Sie sehen, am Vortragstitel auch des 21. Jahrhunderts beschäftigt. Es ist politische Geschichte, es ist Ideengeschichte, es ist Kultur- und Mentalitätsgeschichte, aber eben auch, wie seine Werke zeigen, Wissenschaftsgeschichte, Gelehrtengeschichte, Universitätsgeschichte. Und wenn man sich das Oeuvre genau anschaut, dann sind es immer wieder Oppositionelle in politischen Systemen. Seine Magisterarbeit
ist schon veröffentlicht worden, sehr früh, über Emil Julius Gumbel. Dieser Mann sagt all etwas, die sich mit der Weimarer Republik und mit den gelehrten Professoren dort beschäftigen. Gumbel war Pazifist, war Sozialist. Was er erlebt hat, würde man heute Mobbing nennen. Also er ist massiv angefeindet worden von Studierenden, auch von Hochschullehrern, die sich mit ihm solidarisiert haben. Das sind Antimarxisten gewesen, Antisemiten gewesen, Nationalisten gewesen, Rassisten gewesen. Und dieses Porträt eines Zivilisten, wie der Untertitel heißt, hat Christian Janssen in Heidelberg 1991 veröffentlicht. Dann seine schon erwähnte Schrift Professoren Politik, die erschienen ist in den kritischen Studien zur Geschichtswissenschaft in Göttingen mit Arno Wegbecker. Auch eine spannende Untersuchung über den volksdeutschen Selbstschutz, so nannten die sich, in Polen 1939 bis 1940. Eine interessante Studie, die praktisch das gespannte Verhältnis zwischen Deutschen und Polen verdeutlicht, aber auch das, was dann zum deutsch-polnischen Krieg, zum europäischen Krieg und zur Konfrontation in diesem Raum führt. Das ist erschienen in der Schriftenreihe der Vierteljahrse in Oldenburg. Einheit, Macht und Freiheit, die Paulskirchenlinke habe ich auch erwähnt, das ist in zweiter Auflage als Studienausgabe auch erschienen. Nach der Revolution 1848-49, ein schöner Dreiklang, Verfolgung, Realpolitik und Nationsbildung, das ist eine Edition. Wie wichtig es ist, meine Damen und Herren, und das sage ich auch mit Blick auf den Nachwuchs und die Studierenden, wie wichtig es ist, dass wir als Historikerinnen und als Historiker immer auch weiter an Editionen arbeiten. Neue Quellen erschließen. Nicht immer wieder die alten Quellen, was auch wichtig ist, gegen den Strichkurs neu lesen, aber auch neue Quellen erschließen. Das ist geschehen mit dieser Edition, die ich Ihnen erwähnen möchte, politische Briefe deutscher Liberaler und Demokraten in den Jahren 1849 bis 1861. Italien seit 1945 lege ich Ihnen ans Herz, eine UTB-Publikation im Jahr 2004, eine jüngere Darstellung auch in der gleichen Zeit mit Hennig Borggräve. Hennig Borggräve, Nation, Nationalität und Nationalismus in Frankfurt erschien 2007. Oder auch Gründerzeit und Nationsbildung, ein UTB-Seminarbuch, Geschichte im Jahr 2011. Und sehr jung, 2021, darf ich Ihnen verraten, ist im Rahmen der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft dieses Buch hier erschienen, gemeinsam mit Marianne Zepp, kann es demokratischen Nationalismus geben? Eine Frage, keine rhetorische, offensichtlich doch eine rhetorische, über den Zusammenhang zwischen Nationalismus, Zugehörigkeit und Gleichheit in Europa, eine Darstellung der Französischen Revolution von 1789 bis heute. Ich lasse das herumgehen und empfehle Ihnen auch dieses Buch, denke ich, sehr aktuell, wo es wieder mit Nationalismus und auch mit Krieg in Europa zu tun haben. Christian Janssen, herzlich willkommen, ich freue mich auf die Ausführungen, ein interessantes Thema, ich finde, dass ja in gewisser Weise noch im Flusse ist, wir werden im Anschluss auf die Gelegenheit haben, ihn zu diskutieren, wir freuen uns auf die Ausführungen, bitte schön. Ja, vielen Dank, ich jetzt hier das Mikrofon richtig, könnt ihr mich alle gut hören, da hinten auch in der letzten Reihe, gut, okay, super. Also ich freue mich auch mal wieder in Hildesheim zu sein. Ich weiß gar nicht mehr, das letzte Mal habe ich auch über Italien gesprochen, wo ich das letzte Mal eingeladen war, das war schon ein paar Jahre her. Macht aber nichts, ist immer wieder schön und wir haben heute auch schon das Weltkulturerbe besichtigt. Das ist ja eine der Gemeinsamkeiten zwischen Trier und Hildesheim, dass wir über solche bedeutenden Kulturerbestätten verfügen. Das Thema, was mir Michael Gehler sozusagen ans Herz gelegt hatte, was ich natürlich gern übernommen habe, weil es mich auch als Italien-Historiker und Italien-Kenner interessiert, das basiert nicht auf meinen eigenen Forschungen im engeren Sinne, sondern ist natürlich ein aktuelles Thema und ein Thema, was man sozusagen, wo man auch als Historiker eher sozusagen als Zeitzeuge oder Zeitbeobachter spricht, vielleicht mit etwas mehr historischem Hintergrund die Dinge analysieren kann. Das ist manchmal ja ganz gut, wenn man die Vorgeschichte kennt, um auch nicht in Panik zu verfallen oder nicht auf Verschwörungstheorien reinzufallen. Also von daher mag das etwas helfen, aber natürlich im engeren Sinne ist es keine historische Forschung, was wir heute machen, sondern wir reden über die
Gegenwart und über unsere ein Stück weit auch über darüber ein Stück weit anzuknüpfen an unsere eigenen Erfahrungen in der sogenannten Corona-Krise in Deutschland. Und bin gespannt, auch sozusagen von Kommentare zu hören. Es ist jetzt weniger eine, also erwarten Sie jetzt nicht eine perfekte Analyse sozusagen der Unterschiede, sondern ich versuche jetzt mal zu beobachten, ein paar Dinge auch zu analysieren. Und am Schluss bleibt aber sicherlich ein offenes Ende, aber ich denke, das ist auch gerade zur Reflexion unserer eigenen Erlebnisse und leider ist ja Corona auch noch keineswegs vorbei, sodass wir auch vielleicht einfach noch weiter darüber nachdenken müssen. Insofern denke ich mir, es ist immer gut, Informationen zu haben und der vergleichende Blick in ein anderes europäisches Land ist ja sowieso immer ganz nützlich, um die eigenen Erfahrungen zu relativieren. Ja, nach der Finanzkrise 2008 und der Migrationskrise 2015 stellte Covid-19 eine weitere große Herausforderung für Italien dar. Die wirtschaftlichen Folgen des Virus sind ebenso gravierend wie der anfängliche Gesundheitsnotstand. Seit Beginn der Pandemie sah Italien mit Herausforderungen konfrontiert, die durch die mangelnde Koordinierung in den medizinischen Lieferketten, das Fehlen einer gemeinsamen EU-Gesundheitspolitik, Grenzschließungen, die den Handel störten und auch die Einmischung Russlands und Chinas in die europäische Debatte über Covid-19 entstanden sind. Ich möchte Ihnen heute einen Überblick über den Verlauf der Corona-Krise in Italien im ersten Jahr, also ich beschränke mich auf die Phase von Anfang 2020 bis zum Frühjahr 2021, also einen Überblick über diesen ersten Verlauf oder die ersten beiden Wellen, kann man eigentlich sagen, der Corona-Krise in Italien geben und der Endpunkt ist sozusagen ein Stück weit dadurch bestimmt, dass im Februar 2021 mit Mario Draghi ein bewährter Krisenmanager Ministerpräsident wurde und ab Ende März 2021 auch die drakonischen Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die weit über das hinausgegangen sind, was wir in Deutschland erlebt haben, allmählich aufgehoben wurden. Aber natürlich hat das Thema lose Enden und manche Dinge greifen vielleicht auch ein Stück weit darüber hinaus. Ich werde das in vier Schritten tun. Erstens einige Impressionen und einen kleinen Überblick versuchen zum Verlauf der Pandemie in dieser ersten Phase. Dann zweitens eine Analyse des Gesundheitssystems, relativ knapp, und der Gründe, warum die Pandemie Italien so besonders hart getroffen hat. Dann drittens eine Analyse der ökonomischen Folgen und auch der jetzt jüngsten Ansätze zu ihrer Überwindung durch diverse große Programme der Europäischen Union. Und schließlich als letztes, als Ausblick gewissermaßen, eine Analyse der politischen Folgen der Krise in dieser ersten Phase. Zum ersten Punkt. Also, wenn wir sozusagen uns zurückerinnern, weiß nicht, wie weit, ich kann es ja eben, würde ich mal da hingehen, aber muss ich gar nicht, ja genau. Also, ich lese die Stellen auch vor, ich habe sie nur zum Gedächtnis oder zum, vielleicht zum Mitlesen da vorne hingemacht, Sie müssen es aber nicht da an der Wand lesen. Also wenn Sie sich vielleicht zurückerinnern an den März 2020, als die meisten noch dachten, Covid sei wie SARS oder Ebola eine Seuche, die uns in Europa kaum betreffen werde, da las man aus Italien plötzlich Reportagen wie diese. Ich lese es einfach mal vor. Alzano Lombardo gehört zur Provinz von Bergamo, eine Stunde von Mailand entfernt, theoretisch. In Wirklichkeit liegt es in einer anderen Zeitzone. Die Menschen hier sind zwei Wochen voraus. Sie sind dort, wo der große Teil Italiens, Europas, der Welt in einigen Wochen sein wird. Die Frontlinie ist die Apotheke neben dem Krankenhaus, wo Andrea Raciti trotz seiner 20 Jahre beim Roten Kreuz und diverser Afrika-Missionen schon Anfang der Woche kaum noch Stimme hat. Es gibt sonst niemanden, an den sich die Leute wenden können. Alle kommen hierher, verwirrt, verängstigt. Viele bagatellisieren, sagt er, aber das Problem mit dem Virus ist nicht nur, wie stark es ist, sondern wie sehr es sich ausbreiten kann und wie schnell. Wenn wir alle auf der Intensivstation landen, dann reichen die Plätze nicht, sagt er. Mal abgesehen vom Medizinischen ist eine Epidemie eine Frage der Mathematik. Während er spricht, tritt alle 2 bis 3 Minuten ein neuer Kunde ein mit den gleichen Symptomen wie der vorherige, Husten, Erkältung, Fieber. Bis jetzt weiß man so viel, die Sterblichkeitsrate variiert stark nach Alter. Während er redet, laden 2 Männer in weißem Overall mit Kapuze eine Ware auf einen Kleintransporter. Es geht direkt zum Friedhof. Beerdigungen sind untersagt, die Toten werden verbrannt, wie zu Kriegszeiten. 2 Wochen später schrieb dieselbe Reporterin, die als eine der wenigen direkt aus der roten Zone berichtete, die Behörden hermetisch abgeriegelt hatten, 9 durchsichtige Säcke liegen in einer Ecke der in aller Eile hergerichteten Intensivstation.
Sie sind kaum zu unterscheiden von dem noch verpackten Equipment. Erst bei näherem Hingucken erkennt man ein paar Nike-Laufschuhe, ein Twix, eine Armbanduhr. Sie gehören den Patienten, die hier liegen. Ein weiterer Sack wurde eben gerade dem Bestattungsunternehmen übergeben. Da Trauerfeiern derzeit ausgesetzt sind, ist das alles, was die Familien von ihren Angehörigen zu sehen bekommen. In Bergamo stirbt man alleine. Und alleine wird man beerdigt, während ein Priester den Sarg segnet, auf dem ein Handy liegt, damit die Familie zuhören kann. Bis zum 10. März war die Poliklinik San Pietro in Bergamo auf etwas ganz anderes spezialisiert, auf künstliche Befruchtung. Jetzt sind alle 254 Betten mit Covid-Kranken belegt. Und aus den 4 Betten der Intensivstation sind 10 geworden. Der Bereich, der früher für die besonders kritischen Fälle reserviert war, ist nun den Gesünderen vorbehalten, denen mit den besten Überlebenschancen. Es gibt keine mehr oder weniger wirksamen Medikamente, sondern nur mehr oder weniger wirksame, starke Immunsysteme. Den Glücklichen, die auf der Intensivstation sein dürfen, wird nichts anderes als Sauerstoff verabreicht und ab einem bestimmten Moment Morphium. Der Arzt Bruno Balico war eigentlich schon in Pension. Nun ersetzt der 69-Jährige den Chefarzt, der Corona-krank zu Hause liegt. Die vielen Toten sind auch eine Folge der Anweisung, im Krankheitsfall so lange wie möglich zu Hause zu bleiben und den Notruf nur dann zu wählen, wenn man kaum noch Luft kriegt, sagt Balico. Eine Anordnung, die unumgänglich scheint, weil die Krankenhäuser überbelegt sind und weil es schon so viele Särge gibt, dass das Militär ihren Abtransport übernehmen musste. So treffen die Kranken hier völlig am Ende ihrer Kräfte ein, sagt Balico. Ihre Lunge ist dann bereits stark geschädigt. Die Zustände in den Krankenhäusern sind mindestens so furchterregend wie das Virus selbst. Oft sind sie die ersten Brutstätten. 51 Ärzte sind bereits gestorben, tausende infiziert. Also diese apokalyptischen Zustände, die wir eben aus einer Region, die nicht sehr weit von uns entfernt ist und die viele von uns auch aus dem Urlaub kennen, sozusagen, die wir von dort vernahmen, würde ich jetzt auch unterstreichen oder noch einmal weiter illustrieren, sozusagen, ich habe hier meine in die falsche Richtung geklickt. Das war das zweite Zitat, das haben Sie ja vielleicht auch nicht so gehört. Ich möchte das noch ganz kurz ein bisschen untermalen mit einem Stück aus einer ZDF-Dokumentation. Anders als Stürme oder Überschwemmungen, die in einem Augenblick zuschlagen und dann abklingen, kann eine Pandemie wieder auf eine Pandemie zu reagieren. Brauchen wir medizinisches Personal? Ovviamente, come tutti. Natürlich waren wir uns wie alle anderen der Möglichkeit der Entwicklung dieser Krankheit bewusst. Die allgemeine Meinung war, selbst unter Experten, dass die Wahrscheinlichkeit eines Pandemieausbruchs in Europa gering war. Es galt als sehr unwahrscheinlich. Als ich dann an diesem Tag im Krankenhaus ankam, bestätigte der Generaldirektor den ersten positiven Fall. Wir hatten die erste Patientenwelle am Nachmittag und es war ein sehr starker Aufprall. Und die nächsten paar Stunden, also die nächsten 8 bis 10 Stunden, waren schlimmer. Es kamen 5, 6, 7, 10 Patienten, alle auf einmal, alle in sehr ernstem Zustand. Wir hatten 100 Patienten mit diesen Symptomen hier in der Notaufnahme. Buchstäblich jeder Quadratmeter in der Notaufnahme war von kranken Menschen besetzt. Ende Februar, als ich die italienische Spezialgruppe für Notfallmedizin koordinierte, erhielt ich Nachrichten aus der Notaufnahme in Mardi. Um ehrlich zu sein, war ich zunächst alarmiert, aber die Berichte erschienen mir übertrieben. Sie haben mich misstrauisch gemacht. Ich sagte ihnen, okay, ich komme morgen nach Lodi. Es war ein Schock, absolut unvorstellbar in dieser Dimension. Es war wie eine Notaufnahme im Krieg. Das Bild war apokalyptisch. Und da wurde uns klar, dass wir es mit etwas völlig Neuem zu tun hatten. Und wir waren sehr erschrocken. Du
Wir hatten täglich bis zu 11 Todesfälle in der Notaufnahme und genauso viele starben im Krankenhaus. Es schien wie etwas Antikes, etwas, das nicht kontrollierbar ist. Es gab uns das Gefühl von Hilflosigkeit und Ohnmacht im Angesicht von etwas fast Unkontrollierbarem. Wir alle waren uns bewusst, was passieren würde, wenn das, was wir allein hier bei einer Stadt von 50.000 Menschen erleben, auf eine 4-Millionen-Stadt übertragen würde. Wir waren sehr besorgt und mussten alles tun, um die Entwicklung zu verhindern oder zu verzögern. Es war ein seltsames Gefühl zu wissen, dass wir zu den wenigen gehörten, die eine sehr besorgniserregende Wahrheit kannten, von der in den ersten Wochen nur wir und die Behörden wussten. Lodi ist nur ein kleiner Ort, der wenig Beachtung findet. Aber das, was hier geschah, war unglaublich dramatisch. Es wurde aber nur von einigen wenigen begriffen. Phase dann, wenn ich Sie persönlich wieder... Ja. Diese Zeit Gold wert. No, that's not true anymore. It is humongous. Man konnte die Sirenen von morgens bis abends hören. Permanent Sirenen. Es war jedes Mal ein Stich ins Herz, weil es bedeutete, dass jemand krank war, jemand um Hilfe bat und jemand wie wir zur Rettung eilte. Die Notrufe waren so zahlreich, dass es nicht immer möglich war, rechtzeitig anzukommen. Menschen sind in der Zwischenzeit verstorben. Man konnte die blauen Lippen sehen. Sehen, dass sie einfach nicht atmen konnten. Aber auch die physischen Belastungen. Sie brachen zusammen, gaben auf. Das Virus war überall. Wir desinfizierten permanent die Krankenwagen. Aber es kursierte einfach. Wir hatten hier eine Art von Krieg. Die Leute fielen wie Laub von den Bäumen. Es ist natürlich kein Krieg, aber es war unbeschreiblich. Es nahm kein Ende. Im Gegensatz zu dem, was man vielleicht denken würde, herrschte Stille. Man hörte nur das Geräusch des Sauerstoffs in den Beatmungsgeräten. Es machte Geräusche, als er in die Hände schaute. Das Dramatische bei Atemversagen mit einer Lungenentzündung ist, dass die Lunge voller Wasser ist. Man nimmt jeden Atemzug als den letzten wahr. Das Atmen fällt so schwer, dass du bei jedem Atemzug den Tod spürst. Diese Pandemie hat uns an eine Grenze gebracht, die hieß, euch könnte die Ausrüstung ausgehen, ihr müsst selektieren. Ihr könnt nicht jedem ein Beatmungshelm geben, ihr müsst entscheiden, wem ihr ihn geben wollt. Es gab eine Nacht,
in der wir ungefähr 10 Patienten in der Notaufnahme hatten, die alle einen Beatmungshelm trugen. Dann kamen noch mehr Patienten, die Sauerstoff benötigten. Das bedeutete, andere Patienten zu opfern. Das war hart. Dadurch, dass es gemeinsam im Kollegium entschieden wurde, fühlte man sich etwas weniger allein. Wir haben gemeinsam entschieden und versucht, jüngeren Patienten ohne Vorerkrankungen und mit höherer Lebenserwartung Vorrang einzuräumen. Es war brutal. Diese Triage, in der Triage im Krieg sehr nahe kommt, sind wir nicht gewohnt und darauf nicht einmal vorbereitet. Es macht einen Unterschied, ob ein Patient im künstlichen Koma oder bei vollem Bewusstsein stirbt. Das Tückische an dieser Krankheit ist, dass die Menschen selbst bei niedrigem Sauerstoffgehalt, bei dem man eigentlich kaum noch lebensfähig ist, bis zuletzt bei Bewusstsein bleiben. Diese Menschen waren sich also oft ihres Endes bewusst. Dieses Wissen um den eigenen Tod überträgt sich auf die Arzt-Patienten-Beziehung. Ich glaube, dass für Sie in unserem Blick die Machtlosigkeit zu sehen war. Und wir sahen im Blick der Patienten das Wissen um ihr eigenes Ende. Wir mussten den Leuten klar machen, dass die Situation wirklich schlimm ist. Es war unvorstellbar. Wie bei einem Erdbeben. Bis es passiert, glaubt man nicht, dass es einen treffen kann. Am 11. März 2020. So, ich hoffe, ich habe jetzt nicht überstrapaziert mit diesen schrecklichen Bildern, aber ich dachte doch, es ist so schwer, jetzt wo das Ganze so weit zurück schon wieder zurückzuliegen scheint, wenn es wahrscheinlich nicht vorbei ist, sich da reinzudenken. Und deswegen dachte ich, ich muss da ein bisschen Impressionen liefern. Und wie gesagt, ich wollte niemanden damit überfordern. Ich hoffe, das ist mir auch nicht passiert. Also ich hoffe, dass Sie das alle tragen. Und ich muss, ich habe selber gemerkt, beim nochmaligen Sehen, dass es doch ganz schön harte Bilder sind. Aber ich weiß nicht, was jetzt das bei Ihnen genau ausgelöst hat und wie sehr Sie damals diese Katastrophe in einem der meisten zwar bekannten, aber doch gerade unter den Bedingungen der anrollenden Pandemie und eigener Ängste und Sorgen irgendwie auch fernen Landes wahrgenommen haben. Zumal ja Corona auch zu einer zumindest vorübergehenden Renationalisierung im vermeintlich zusammenwachsenden Europa geführt hat. Also wie gesagt, mir ist nicht bewusst, wie sehr sozusagen diese wirklich dramatischen Ereignisse in Italien, die sich deutlich unterscheiden von dem, was wir hier erlebt haben, Ihnen sozusagen noch erinnerlich sind. Und es war eben damals auch eine Zeit, wo die Grenzen dann dicht gemacht wurden, Reisen verboten oder zumindest nicht mehr möglich waren, Verbindungen gekappt und die Verteilung auch der knappen Ressourcen, etwa der Sauerstoffmasken oder auch Sauerstoffflaschen, von nationalem Egoismus geprägt war. Die bekannteste Ikone dieses Horrors in Norditalien in den ersten Wochen der Pandemie ist wohl dieses Bild hier, was ich auch nochmal für Sie heruntergeladen habe. Aufgenommen hat es der 28-jährige Flugbegleiter Emanuele Di Terlizzi von seinem Balkon aus. Eher zufällig, aber nicht ohne Gespür für Bildausschnitte, hat er ein nahezu perfektes Katastrophenbild geschaffen. Das vorderste und das letzte Fahrzeug sind angeschnitten. Automatisch ergänzt man die Reihe im Kopf. Aus den abgebildeten 9 Lkw wird so schnell eine vermeintlich unendliche Reihe. In Wahrheit waren es nur wenig mehr, nämlich 13 Fahrzeuge. Die Straße und mit ihr die Reihe der Lkw bildet eine stark fallende Diagonale, die von oben rechts nach unten links quer durchs Bild verläuft. Das widerspricht der Leserichtung und der in Europa üblichen Bildkomposition und erzeugt unterbewusst ein Gefühl der Fremdartigkeit und Störung. Die Straßen sind menschenleer, auch das wirkt in Kombination mit den Militärfahrzeugen beängstigend. Als Kontrast dazu sieht man eine Reihe geparkter Kleinwagen am Straßenrand, die den Konvoi nachzuschauen scheinen.
Es ist nachts, also dunkel. Das riecht nach Heimlichtuerei und Vertuschung, was auch immer da passiert. Es muss etwas sein, was man bei Tageslicht lieber nicht machen wolle. Gleichzeitig sind viele der Fenster erleuchtet. Es sind also viele Menschen wach. Allein diese Tatsache, dass die Menschen wach, aber nicht auf der Straße sind, passt schon gar nicht zu unserem Bild von Italien. Das Foto ging in Deutschland viral. Als der erste Lockdown begann, als es noch nicht viele Fälle gab, als noch nicht klar war, wie gefährlich die ganze Sache werden würde. Und auf einmal sieht man diesen Konvoi aus Lastwagen und erkennt einen Ausnahmezustand, etwas, das man nicht haben möchte. Deshalb wirkte dieses einzelne Bild so intensiv. Die Terlizzi glaubte beim Fotografieren, die Fahrzeuge würden Material für den Aufbau eines Notkrankenhauses transportieren. Erst nachdem er das Bild ins Netz gestellt hatte, meldete die Schwarmintelligenz, die LKW transportierten Leichen. Damit wurde das Bild zu einem Symbol des Todes. Schlagartig schien etwas auch bei uns, so etwas auch bei uns schnell oder sehr bald möglich, was zuvor undenkbar war. Übrigens ganz ähnlich, wie wir vor dem 24. Februar dieses Jahres wohl kaum einen brutalen Angriffskrieg in unserer Nachbarschaft für möglich gehalten hätten. Genauso ist es eigentlich mit der Pandemie gewesen. Das macht natürlich auch die Schwierigkeit, die Dinge zu bewältigen, dass man jetzt in kürzester Zeit zweimal solche eigentlich unvorstellbaren Dinge akzeptieren muss. Die Berichte und Bilder aus Italien handelten vom Ausnahmezustand, von der Triage, vorhin in der Filmpassage, also der Verweigerung medizinischer Versorgung für Alte und andere mit geringeren Überlebenschancen. Vom einsamen, elenden Tod auf überfüllten Krankenhausfluren und so weiter. Begrifflich schienen nur Kriegsmetaphern geeignet, um diesen Horror zu begreifen und emotional zu bewältigen. Italien war das erste Land in Europa, in dem die Pandemie massiv zuschlug und das Gesundheitssystem überforderte. Mit bisher mehr als 167.000 Corona-Toten steht das Land zusammen mit Großbritannien, wo noch einmal 10.000 mehr starben, in Europa an der Spitze. Wenn man die absoluten Zahlen mit der Zahl der Einwohner gewichtet, hatte in Europa Tschechien mit Abstand die meisten Opfer zu beklagen, wie man auf der nächsten Folie sieht. Hier ist erstmal die Kurve, kennen wir alle wahrscheinlich, der absoluten Zahlen, wie sie angestiegen ist, mit dem Zeitverlauf und unten dann die Wellen. In Italien kann man sehen, war es eigentlich nach der ersten eine zweite sehr lange Welle, was in Deutschland, glaube ich, zwei verschiedene dann gewesen sind. Hier sind die relativen Zahlen, also pro 1 Million Einwohner, ja, pro 1 Million Einwohner. Und da sieht man eben Tschechien in Europa oben, aber Italien liegt mit Belgien und Großbritannien deutlich vor Spanien und Frankreich und weit vor Schweden, Deutschland und den meisten anderen europäischen Ländern. Angesichts der geschilderten Überforderung des Gesundheitssystems, die ich gleich noch etwas näher analysieren will, und der Heftigkeit der ersten Welle, dürfte es niemanden überraschen, dass auch die Reaktionen der Regierung massiv waren und alles, was wir in Deutschland ertragen mussten, in den Schatten stellten. Besonders schockierend war für Italienerinnen und Italienkennerinnen, dass die zitierten Berichte und Horrorbilder nicht aus dem Süden kamen, wo man katastrophale Zustände und Institutionenversagen erwartet, sondern aus der Lombardei, einer wirtschaftlich prosperierenden Region, deren Pro-Kopf-Einkommen und Produktivität höher waren als in Deutschland, wo aber seit langem mit der Rechtsregierung unter Führung der populistischen und autoritären Lega, früher Lega Nord, das Sagen hatten, die eine wirtschaftsliberale Ideologie vertraten und im öffentlichen Sektor, besonders im Gesundheitssystem, radikal gespart und privatisiert hatten. Die italienische Regierung, damals eine Koalition aus dem sozialdemokratischen Partito Democratico und dem Movimento Cinque Stelle, nahm die Pandemie von Anfang an sehr ernst. Bereits am 31. Januar 2020, als es erst zwei Covid-Fälle in Italien nachgewiesen waren, verhängte die Regierung bereits für 6 Monate den gesundheitlichen Notstand. Dies ermöglichte es ihr später, zahlreiche Dekrete und Verordnungen zu erlassen, die bürgerliche Freiheiten außer Kraft setzten und wirtschaftliche Aktivitäten unterbanden. Seit dem 20. Februar, ich weiß nicht mehr genau, wann bei uns die Lockdowns losgingen, aber ich meine mich daran, dass es eher erst im März war, aber ich will mich da nicht festlegen. Jedenfalls seit dem 20. Februar verhängten zunächst die Regionalregierungen der Lombardei und des Veneto, also eben im reichen Nordosten des Landes, Schulschließungen, verboten öffentliche Veranstaltungen wie Messen und Fußballspiele, der Karneval in Venedig wurde abgebrochen. Am 4. März hängte dann die Zentralregierung in Rom die Schließung aller Schulen und Universitäten in ganz Italien und erließ die auch uns bekannten Vorschriften zum Social Distancing.
Masken, Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen. Am 8. März wurde fast der gesamte Nordosten, die gesamte Lombardei und große Teile des Veneto, der Emilia-Romagna, der Marken und des Piemont abgeriegelt und dort Ausgangsverbote verhängt. In ganz Italien mussten Kinos, Theater und Museen schließen. Und bereits am nächsten Tag, also diese Hektik dieser Regierungsmaßnahmen, hat natürlich auch zur weiteren Panik und Verunsicherung beigetragen. Also schon am 9. März erließ die italienische Regierung ein mit Io resto a casa, ich bleibe zu Hause, umschriebenes Dekret, welches die für die Lombardei geltenden Einschränkungen mit Wirkung vom 10. März 2020, also vom nächsten Tag, auf ganz Italien ausweitete. Es galt ein Versammlungsverbot, das Spielhallen ebenso betraf wie Kirchen. Die eigene Wohnung durfte nur noch für notwendige Besorgungen oder Arztbesuche verlassen werden, zur Berufsausübung, zur Unterstützung Hilfsbedürftiger, zur Rückkehr an den eigenen Wohnsitz oder in Fällen absoluter Notwendigkeit. Außerdem war individuelle Bewegung im Freien, also Sport, Spaziergänge, erlaubt. Dieser rigide Lockdown im ganzen Land, obwohl die Pandemie immer noch nur im Norden grassierte, wurde vielfach kritisiert und als Ausdruck des Zentralismus, den flexibleren Reaktionen in föderalistischen Systemen wie etwa der Bundesrepublik gegenübergestellt. Aber dieser Lockdown über das ganze Land sollte verhindern, dass das Virus durch Reisen vor allem wohlhabender NorditalienerInnen in ihre Ferienhäuser im Süden verbreitet wurde. Und man muss ja auch umgekehrt sagen, der Föderalismus, haben wir auch erlebt, hat ja auch durchaus seine Nachteile gezeigt bei den Maßnahmen in Deutschland, wo eben ein ziemliches Chaos herrschte, wo vor allem immer ewig lang diskutiert werden musste, bis irgendwas beschlossen werden konnte. Also kann man auch darüber diskutieren, ob jetzt föderalistische oder zentralistische Systeme zur Krisenbewältigung besser geeignet sind. Gleichzeitig investierten die Regierungen massiv in den Ausbau der Intensivkapazitäten, auch mit Hilfe von zahlreichen Spenden namhafter Unternehmen und großer Firmen. Also die Zivilgesellschaft, an der Spitze übrigens Silvio Berlusconi, haben wirklich nennenswerte Beträge gespendet, um ganz schnell zu versuchen, die Krankenhäuser sozusagen mit dem Notwendigen auszustatten. Am 13. März und den folgenden Tagen gab es die ersten Flashmobs auf Balkonen und an Fenstern, in denen die Menschen jeweils um 18 Uhr gemeinsam sangen und um den sozialen Zusammenhalt zu stärken. Diese Aktionen wurden auch in Deutschland medial stark beachtet und fanden bald viele Nachahmerinnen. Um den Exekutivorganen die Kontrolle der Ausgangsbeschränkungen zu ermöglichen, wurde das Prinzip der Autozertifikation, also Selbstbeurkundung, angewendet. Bei jeder Ortsveränderung bzw. jedem Aufenthalt an öffentlichen Orten sollte jede Person immer ein selbst ausgefülltes Formular mit sich führen, aus dem hervorging, warum die eigene Wohnung verlassen wurde. Es war aber auch zulässig, das Formular erst bei einer Kontrolle auszufüllen. Am 20. März erging eine Verordnung der italienischen Regierung, mit der vom 21. bis zum 25. März die Bewegungsfreiheit der Bürger weiter eingeschränkt wurde. Individueller Sport sowie Spaziergänge wurden nun auf die nähere Umgebung beschränkt. Spiele oder andere Aktivitäten im Freien wurden ausdrücklich untersagt. Spiel- und Sportplätze durften nicht mehr betreten werden. Außerdem wurde verboten, sich an oder vor Feiertagen sowie an Wochenenden in andere Wohnungen zu begeben, womit zu diesen Zeiten auch die Benutzung des eigenen Ferienhauses unmöglich wurde. Am 22. März ließ die italienische Regierung eine am selben Tag wirksame Verordnung ohne zeitliche Begrenzung, nach der die Gemeinde des aktuellen Aufenthalts nur noch aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen verlassen werden durfte. Und wenn Sie Italien kennen, die Gemeinden sind sehr viel kleiner als bei uns, also man hat nicht so diese Großgemeinden, die durch Zusammenlegungen, Eingemeindungen entstanden sind, sondern die eigene Gemeinde umfasst oft nur 1.000, 2.000, 3.000 Einwohner, zumindest in ländlichen Regionen. Also die eigene Gemeinde durfte nur aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen verlassen werden, während die bisher erlaubte Rückkehr an den eigenen Wohnsitz nun ebenfalls verboten war. Vom 11. bis 24. März wurde zusammen mit den Ausgangsbeschränkungen fast 2,5 Millionen Personen kontrolliert, was zu über 110.000 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Beschränkungen und weiteren 2.500 Anzeigen wegen Falschbeurkundungen führte. Außerdem wurden knapp 1,2 Millionen Unternehmen kontrolliert und etwa 2.500 Inhaber angezeigt. Also kleine Geschäfte, die offen waren, trotz Lockdown etc. Zwischenzeitlich überboten sich die Bürgermeister und Regionalpräsidenten mit unterschiedlichen weiteren Vorschriften. Teils wurden sogar Fahrradwege gesperrt, nächtliche Ausgehverbote verhängt,
Joggen oder längere Spaziergänge mit Hunden verboten. Diese Informationen sollen genügen, um zu zeigen, wie drakonisch der Lockdown in Italien während der ersten Welle durchgeführt wurde. Generell kann man festhalten, dass die ItalienerInnen viel stärkere Einschränkungen ihrer Freiheit hinnehmen mussten und auch weitgehend akzeptierten, als wir es in Deutschland erlebt haben. Entsprechend gravierender waren auch die wirtschaftlichen Folgen des ohnehin von früheren Krisen gebeutelten Landes. Bevor ich darauf näher eingehe, will ich zumindest kurz auf das Gesundheitssystem eingehen, das von der Pandemie so sichtbar überfordert war. An der Stelle wollte ich auch entschuldigen, weil diese Folie hier keineswegs perfekt ist und nur einige wenige Stichworte enthält. Aber ja, war denn der Knappheit oder meiner schlechten Zeitplanung geschuldet, dass ich da nicht mehr ganz fertig geworden bin. Also diese Covid-Krise offenbarte auf tragische Weise die Konsequenzen eines durch Ausgabenreduktion motivierten Abbaus der Kapazitäten im italienischen Gesundheitssystem, wobei Ähnliches in vielen Ländern im Rahmen der neoliberalen Welle zu beobachten war. Insgesamt dauerte die Reduzierung der Ressourcen im öffentlichen Gesundheitssystem und insbesondere bei öffentlichen Krankenhäusern in Italien seit fast 30 Jahren an. Das ist das Ergebnis einer jahrzehntelangen Sparpolitik im Gesundheitsbereich, die insbesondere die Akutversorgung massiv reduziert und einen substanziellen Ausbau der Notversorgung erschwert hat. Zusammen mit Privatisierung und einer starken regionalen Fragmentierung des Gesundheitssystems hat dies zu einer inadäquaten Versorgung mit Personal und technischen Ressourcen geführt, sowie die effektive Notfallkoordination zwischen den Gesundheitsdiensten erschwert. Auch über die Notfallversorgung hinaus haben Budgetrestriktionen, marktorientierte Reformen und regionale Zersplitterungen die an sich hohe Qualität und Leistungsfähigkeit des italienischen Gesundheitssystems gefährdet. Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen haben außerdem bestehende sozioökonomische und regionale Unterschiede beim Zugang zur Gesundheitsversorgung vergrößert. Der im Jahr 1978 gegründete Nationale Gesundheitsdienst, Servizio Sanitario Nazionale, entstand aus der Auflösung der italienischen Krankenkassen, also das, was hier bei uns auch einige wollen, dass das System der privaten und gesetzlichen und unterschiedlichen Krankenkassen abgeschafft wird, hat in Italien 78 geschehen. Und aus diese früheren Krankenkassen, die nun aufgelöst wurden, hatten aus der faschistischen Ära des Korporativismus eine sehr stark nach Berufszugehörigkeit unterschiedliche Gesundheitsversorgung angeboten. Mit der Einführung des Nationalen Gesundheitsdienstes wurde Gesundheit als ein für alle BürgerInnen einheitliches, individuelles Grundrecht anerkannt. Zugleich sollte Versorgungsgleichheit in einem Land entstehen, das durch soziale Unterschiede zwischen Berufsgruppen und regionale Unterschiede zwischen dem industrialisierten Norden und dem hauptsächlich agrarisch geprägten Süden tief gespalten war. Mit der Gründung des SSN, Servizio Sanitario Nazionale, sollte der Zugang zu Gesundheit auf universeller Basis gewährleistet und auf lokaler Ebene durch ein Netz lokaler Gesundheitseinheiten, sogenannte Unitas Sanitarie Locali, organisiert werden. Also man hat versucht, wirklich Egalität herzustellen, allen Bürgerinnen und Bürgern den gleichen Zugang zum Gesundheitswesen zu ermöglichen. Das hat auch eigentlich recht gut geklappt. Die Gesundheitsversorgung durch Krankenhäuser und medizinische Dienste sollte nach Maßgabe des Artikel 32 der italienischen Verfassung weitgehend kostenlos sein. Der nationale Gesundheitsdienst finanziert sich hauptsächlich über Steuern auf nationaler und regionaler Ebene, ergänzt wird dies jedoch durch Zuzahlungen der Patienten. Während die Regierung über das Gesundheitsministerium für die Koordination und die Budgetierung auf nationaler Ebene verantwortlich ist, sind die italienischen Regionen für die Organisation und Bereitstellung der Gesundheitsdienste über die lokalen Netzwerke öffentlicher und privater Anbieter verantwortlich. Während der 90er Jahre wurde in Italien verstärkt Reformen unternommen, um den SSN durch ein stärker privatwirtschaftlich orientiertes System zu ersetzen. Dieses Ziel wurde zwar insgesamt nicht erreicht, aber die italienische Bevölkerung zahlte in der Pandemie den Preis für die anhaltend restriktive Haushaltspolitik im SSN, dem es durch die beträchtliche Reduzierung seiner Ressourcen erheblich erschwert wurde, den Folgen von Covid-19 effektiv zu begegnen. Der Ausbruch der Gesundheitskrise verdeutlicht also die Folgen der jahrzehntelangen Austeritätspolitik in Italien insgesamt und insbesondere im Gesundheitswesen.
Man kann etwas zynisch sagen, weil die Versorgung früher so gut war, hatte Italien, was viele in Deutschland nicht wissen, die höchste Lebenserwartung weltweit, also ich glaube in Spanien zusammen oder Frankreich, ist Italien auf Platz 1 und 2, was die Lebenserwartungen anging, vor Covid gewesen. Und damit haben wir natürlich auch einen Grund für die hohe Sterblichkeit während der Pandemie, weil die Bevölkerung eben überwiegend recht alt war und eben auch in Italien vor allem die Alten zunächst in der ersten Welle an Covid gestorben sind. In Italien waren fast 90% der Corona-Toten 70 Jahre und älter, in Deutschland etwa 85%. Also das kann man eben, glaube ich, vor allem mit dem höheren Durchschnittsalter der Italiener und Italienerinnen erklären. Hinzu kommt besonders im stark industrialisierten Norditalien eine starke Luftverschmutzung, die zu vielen Vorerkrankungen der Atemwege geführt hatte, ein weiterer Risikofaktor mit Blick auf Covid. Und in der Po-Ebene, also in den Gebieten, in denen am Anfang der Pandemie die meisten roten Zonen lagen, war durch die klimatischen Verhältnisse die Schadstoffbelastung in der Luft immer besonders hoch. In den Monaten seit dem Ausbruch der Pandemie hat die italienische Regierung erhebliche Ressourcen für den Ausbau der Krankenhauskapazitäten mobilisiert, insbesondere für die Aufstockung der Intensivbetten und für die Einstellung von neuem Personal. Auch das Haushaltsgesetz für 2021, also letzte vorliegende Etat, erhöhte das nationale Gesundheitsbudget noch einmal um 1 Milliarde Euro und stellte Finanzmittel für die Einstellung von neuem medizinischem Personal, für Investitionen in die Renovierung von Krankenhauseinrichtungen und für die Impfversorgung zur Verfügung. Zusätzliche Ressourcen für das italienische Gesundheitssystem werden aus dem Wiederaufbaufonds Next Generation EU der Europäischen Union kommen, auf den ich gleich noch mehr eingehen werde. Einige frühe Lehren lassen sich schon jetzt für die zukünftige Gestaltung der Gesundheitspolitik ziehen. Die auf so fatale Weise deutlich gewordenen existenziellen Gefahren einer Pandemie für die öffentliche Gesundheitsversorgung erfordern in Zukunft eine stärkere nationale und europäische bzw. internationale Koordination der Akut- und Notfallversorgung. Akutversorgungskapazitäten und die Finanzierung der Gesundheitssysteme inklusive Kapazitäten der laboratorischen Diagnostik müssen zudem flexibler werden und langfristig angelegt sein, um auf außergewöhnliche und unerwartete Notfälle wie die SARS-CoV-Pandemie adäquat reagieren zu können. Dazu gehört auch die Personalplanung, welche sich in solchen Fällen als systemrelevant erweist und den Schutz der Bevölkerung garantieren können muss. Kurzfristige Kostenabwägungen müssen einer langfristigen Perspektive auf die Versorgung bei weitem untergeordnet werden. Eine verstärkte Koordination ist für solche Fälle auch zwischen privatem und öffentlichem Gesundheitssektor unabdingbar. Auch hat die Regionalisierung und Fragmentierung der Gesundheitsversorgung in Italien eine schnelle und koordinierte Reaktion erschwert. Ähnliche Lehren lassen sich für viele europäische Länder ziehen. All dies erfordert angesichts der fortschreitenden Alterung der Bevölkerung und der Krise nach dem Ausbruch des Covid-19-Virus ein tiefgreifendes Umdenken in der öffentlichen Gesundheitspolitik, sowohl im italienischen als auch im europäischen Kontext. Auch in Deutschland hat die immer wieder geforderte Sparpolitik einen Ausbau der Notversorgung und einen Ressourcenabbau in anderen Bereichen verstärkt. Ich komme dann zu den anderen ökonomischen Folgen, auch das natürlich nur stichpunktartig oder exemplarisch, und die Ansätze zu ihrer Überwindung. Italien traf die Pandemie in einer ökonomisch anhaltend schwierigen Lage stagnierender Produktivität und hoher Jugendarbeitslosigkeit. Die Beziehungen des Landes zur EU haben sich aufgrund der Flüchtlingskrise sowie dem Ringen um die italienische Haushaltspolitik über die vergangenen Jahre verschlechtert, was auch zu den Wahlerfolgen der europaskeptischen Parteien Lega und Movimento Cinque Stelle, also Fünf-Sterne-Bewegung, beitrug. Dabei wird oft übersehen, dass Italien immer noch ein Netto-Beitragszahler in der EU ist und im Gegensatz zu Griechenland, Irland, Spanien und Portugal zu keinem Zeitpunkt europäische Gelder aus dem europäischen Sicherungsmechanismus in Anspruch nahm, auch wenn das Land von den geldpolitischen Maßnahmen der EZB erheblich profitiert hat, also vor allem von dem Aufkaufprogramm für Staatsschuldentitel. Aber wie gesagt, Nettozahler und bisher nie diese Rettungsmaßnahmen in Anspruch genommen. Volkswirtschaftlich haben sich die Divergenzen zwischen Italien und Deutschland in den letzten 20 Jahren deutlich verstärkt.
Deutschland hat seit den 2000er Jahren seine Wettbewerbsfähigkeit gesteigert, dank tiefgreifender Arbeitsmarktreformen, natürlich auch mit einigen Nachteilen, aber in ökonomischer Hinsicht sehr wirksamen Reformen, sowie einer von den Sozialpartnern getragenen Zurückhaltung bei der Lohnentwicklung, war es gelungen, die Arbeitslosigkeit seit Mitte der 2000er Jahre von über 11 auf unter 5% zu senken. Parallel dazu nahm der Außenhandelsüberschuss Deutschlands stark zu. Hohe Steuereinnahmen gepaart mit niedrigen, teilweise negativen Zinsen führten seit 2014 zu Haushaltsüberschüssen. Während sich die gesamtwirtschaftliche Situation in Deutschland vor der Krise relativ positiv darstellte, hat Italien in den vergangenen 20 Jahren deutlich an Wettbewerbsfähigkeit verloren. Während das Pro-Kopf-Einkommen in Deutschland zwischen 1999, der Einführung des Euro, und 2018 um 29% gestiegen ist, waren es in Italien lediglich 0,8%. Dazu trugen vor allem eine Stagnation der Produktivität sowie ab den 2000er Jahren eine höhere Inflation als in Deutschland und Frankreich bei. Italien ist wirtschaftlich von einem starken Nord-Süd-Gefälle gekennzeichnet, das sich in den vergangenen Jahren sogar noch leicht verstärkt hat, auch wenn es einzelne Regionen im Süden gibt, die sich diesem Trend entziehen. Der Norden und das Zentrum des Landes verfügen Deutschland nicht unähnlich über einen wichtigen produzierenden Sektor aus überwiegend kleineren Familienunternehmen. So ist Italien beispielsweise fast gleichauf mit Deutschland der zweitwichtigste Produzent pharmazeutischer Produkte in der EU. Demgegenüber leidet Italien Süden, der rund ein Drittel der italienischen Bevölkerung umfasst, aber nur ein Viertel der italienischen Wirtschaftsleistung erbringt, unter großen Strukturschwächen. Zu hohen Arbeitslosenzahlen und einer schwachen Verwaltung kommen Klientelismus und Korruption. In ganz Italien liegt die Jugendarbeitslosigkeit bei erschreckenden 30%, in einigen Regionen des Südens gar über 50%. Italiens wirtschaftliche Stagnation der vergangenen Jahrzehnte lässt sich deshalb am ehesten als eine ungünstige Verkettung von mehreren Faktoren beschreiben, die zumindest zum Teil selbstverstärkend wirken. Einerseits fallen die genannten strukturellen Schwächen angesichts einer gesteigerten weltweiten Konkurrenz sowie dem Aufholen der Schwellenländer stärker ins Gewicht, als dies in der Vergangenheit der Fall war. Andererseits haben im Rückblick ungünstige unternehmerische und politische Entscheidungen diese Entwicklung verschärft. Dies betrifft Fehler bei der Privatisierung staatseigener Unternehmen in den 80er und 90er Jahren sowie Loyalitäts- statt leistungsbezogene Prinzipien bei der Besetzung von Führungspositionen in Unternehmen. Außerdem profitierte Italien ab Mitte der 90er nicht in dem Maß von der IT-Revolution wie andere Länder. Diese Entwicklung betrifft auch Italiens industriestarken Norden. Dass Italien nach Griechenland den zweithöchsten Staatsschuldenstand in der EU hat, ist dabei vor allem einem raschen Anstieg der Neuverschuldung in den 1980er Jahren von unter 60 auf über 90% zuzuschreiben. Also es sind überwiegend Altschulden. Seit Mitte der 90er Jahre war die Verschuldung rückläufig und ist erst mit der Finanz- und Wirtschaftskrise seit 2007-08 bzw. der Eurokrise 2010-11 wieder leicht gestiegen. Durch Steuereinbrüche, durch höhere Zinsen auf die italienischen Staatsanleihen, durch Anstieg der Sozialausgaben wegen der Arbeitslosigkeit und auch durch Probleme im Bankensektor. Dabei trug vor allem der Schuldendienst, also die hohen Zinskosten und nicht etwa eine ungezügelte Ausgabenpolitik zur wachsenden italienischen Schuldenlast bei. Also es war einigermaßen verfehlt, wenn Angela Merkel vor einigen Jahren mal gesagt hat, die Italiener müssen ihre Hausaufgaben machen. Das haben sie, glaube ich, im Sinne der Maastricht-Kriterien in den letzten Jahren getan. Eher könnte man da vielleicht, man muss einfach von unterschiedlichen Bedingungen ausgehen, eben sozusagen auf der einen Seite Null Zins, Minus Zinsen, auf der anderen Seite in Italien eben doch immer noch einige Prozent Zinsen auf die Staatsanleihen. Seit den frühen 90er Jahren ist das italienische Primärsaldo, also Staatsausgaben minus Staatseinnahmen ohne Kredite und Zinszahlungen, durchgängig positiv. Die Einführung des Euro hatte also durchaus disziplinierenden Effekt auf die italienische Haushaltspolitik, hat aber auch die Wachstumsschwäche, unter der das Land leidet, weiter geschürt. Im ersten Jahr der Pandemie ging die Wirtschaftsleistung in Italien um knapp 9% zurück, in Deutschland um gut 5%. Dass der wirtschaftliche Einbruch in Deutschland geringer ausfiel, liegt auch an den milderen Lockdown-Maßnahmen, vor allem in der ersten Welle. Wenn man sich die nationalen Stützungsmaßnahmen im Vergleich anschaut, zeigt sich, dass der bewilligte Umfang vor allem in der Frühphase der Pandemie weniger durch die unmittelbare Betroffenheit sowie die Folgen der Krise
als vielmehr durch unterschiedliche Handlungsspielräume bedingt waren. Deutschland packte schon Mitte März 2020 die sprichwörtliche Bazooka unseres damaligen. Deutschland packte schon im März 20 die sprichwörtliche Bazooka aus und beschloss, mit dem sogenannten Corona-Schutzschild haushaltswirksame Maßnahmen in Höhe von insgesamt 353 Milliarden Euro, also fast die Höhe eines Jahresetats, die zu einer Kreditaufnahme, einer neuen Kreditaufnahme in Höhe von rund 156 Milliarden führten, die aber eben sich Deutschland sozusagen leisten konnte wegen der guten Haushaltslage und wegen der niedrigen Staatsschuldenzinsen. Und Italien hingegen hat trotz einer stärker betroffener durch die Krise zunächst lediglich 25 Milliarden auflegen können. Im April folgte dann ein umfängliches Liquiditätsprogramm in Höhe von 400 Milliarden, vor allem in Form von Kreditgarantien für die Wirtschaft. Angaben des IWF zufolge belaufen sich die bislang geschlossenen fiskalischen Maßnahmen, also zusätzliche Ausgaben und Einbußen bei den Einnahmen durch Steuerkürzungen, auf etwa 11% des Staatshaushalts in Deutschland und auf nur 8,5% in Italien. Etwas anders sieht die Verteilung aus, wenn man sich nicht die bewilligten, sondern das Volumen der tatsächlich in Anspruch genommenen Mittel anschaut. Angesichts des stärkeren wirtschaftlichen Einbruchs fallen diese in Italien gemessen an der Wirtschaftsleistung höher aus, gut 13% im Vergleich zu gut 8% der Wirtschaftsleistung in Deutschland. In Italien wurden also im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung mehr Mittel tatsächlich abgerufen, als dies in Deutschland der Fall war. Denn ein großer Teil dieser Mittel, die zur Verfügung gestellt wurden, sind ja erstmal Garantien gewesen, die nicht unbedingt abgerufen werden mussten, zum Glück. Dann komme ich als letztes noch zu dem Programm der EU, dem sogenannten Next Generation EU oder EU-Programm, aus dem Italien mit rund 69 Milliarden nach Spanien den größten Anteil an Zuschüssen erhält und damit aber im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung, nämlich 4,5% seiner Wirtschaftsleistung, deutlich hinter einigen süd- und osteuropäischen Staaten zurückliegt, weil der Kalkulationsschlüssel der EU neben der Betroffenheit durch die Krise auch das Wohlstandsniveau berücksichtigt, was in Italien eben deutlich höher als in den übrigen südeuropäischen und osteuropäischen Ländern ist. Der italienische Piano Nazionale di Ripresa e Rilancio, der hier auf der nächsten Folie ist, können wir jetzt nicht alles lesen, aber es geht auch mehr so um die wichtigen Schlagworte. Also es ist der Wiederaufbauplan der englischen Regierung, der im Januar 2021 vorgestellt wurde. Er finanziert sich ganz überwiegend über die Zuschüsse und Kredite, die dem Land aus diesem Next Generation EU-Programm zustehen. Insgesamt belaufen sich die Investitionen auf satte 220 Milliarden Euro, davon 191 Milliarden aus europäischen Mitteln, 69 Milliarden Zuschüsse und 123 Milliarden Kredite. Weitere 30 Milliarden kommen aus einem nationalen Fonds. Einschließlich der Beiträge, die Italien aus weiteren EU-Programmen zustehen, sowie weiterer nationaler Mittel, beläuft sich das geplante Investitionsvolumen sogar auf 248 Milliarden Euro. Inhaltlich übernahm die neue Regierung Draghi in Grundzügen den in der zweiten Jahreshälfte 2020 gemeinsam mit den Sozialpartnern und Institutionen erarbeiteten Plan der Vorgängerregierung. Mit den Investitionen will Italien aufholen, was den ökologischen Wandel und die digitale Infrastruktur betrifft. Außerdem soll das fachliche Know-how durch Investitionen in Schul-, Weiterbildung und Forschungsprogramme gestärkt werden. Dies soll perspektivisch vor allem zu einer Senkung der Jugendarbeitslosigkeit, einer besseren Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt sowie einem Aufholen des Mezzogiorno beitragen und die Wachstumsschwäche, unter der das Land leidet, beheben. 82 Milliarden, rund 40% des Gesamtprogramms, sind für den Süden vorgesehen. Seine Stärkung geschieht vor allem über Investitionen in die Infrastruktur. Über 53% aller Investitionen in den Transport fließen in den Süden. Oder sollen dann fließen, ist ja noch nicht ausgegeben. Damit sollen vor allem eine bessere Anbindung mit der Bahn sowie eine Modernisierung der Häfen erreicht werden. Die Berufstätigkeit von Frauen soll durch eine bessere Infrastruktur bei der Betreuung ebenso von Kindern wie auch von älteren Menschen und Menschen mit Behinderung gefördert werden. Denn diese ganzen Aufgaben liegen in Italien überwiegend in den Familien und das heißt eben meistens bei den Frauen. Jugendliche profitieren vor allem von den erheblichen Investitionen in das Bildungssystem. Zusätzlich zu den Investitionen
sollen Reformen zu einer Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Diese betreffen zuvorderst die Verwaltung und das Justizsystem. Lange dauernde Monitat, wenn internationale Investoren sagen, warum sie in Italien nicht so gerne Geld investieren. Zusätzlich zu den Investitionen in deren Digitalisierung, die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen sowie die personelle Stärkung sollen die Vereinfachung, der Abbau und die Beschleunigung von Verfahren und Regulierungen zu mehr Effizienz, einer besseren Erreichbarkeit und dem Abarbeiten von aufgestauten Fällen beitragen. Während die Reformen nur wenige Seiten im Entwurf der Regierung Contes ausmachten, stellten sie im Plan der neuen Regierung ein 40 Seiten starkes Kapitel dar und zeigen, dass die Regierung Draghi diese internen Vereinfachungen, vor allem in Verwaltung und Justiz, ernst nimmt. Damit die Gelder des Investitionsplans nicht versickern, wird ein zentrales Monitoring-System aufgesetzt. Das ist auch sehr wichtig, weil man sonst eben oft nicht weiß, wo die Gelder bleiben. Und das ist auch eine Parallele, glaube ich, zum Marshallplan, mit dem ja dieses neue Programm oft verglichen wird, wo eben auch sehr stark auf die Kontrolle der eingesetzten Mittel geachtet wurde. Das italienische Programm ist beachtlich und fällt auch im internationalen Vergleich üppig aus. Tatsächlich müssen die Investitionen aber zum Teil als nachholende Investitionen verstanden werden. Italien versucht, einen Rückstand in einer ganzen Reihe von Bereichen auszugleichen. So liegt Italien etwa beim Digital Economy and Society Index der Europäischen Kommission auf dem viertletzten Platz, gerade noch vor Rumänien, Griechenland und Bulgarien. Der Anteil außerhäuslich betreuter Kinder in den Altersgruppen 0 bis 3 Jahren liegt in Italien bei nur 26% und damit 9% unter dem EU-Schnitt. In Deutschland sind es 31% der Kinder unter 3, die außerhäuslich betreut werden, in Frankreich 51%. Also auch da gibt es ein starkes Nachholbedürfnis. Die italienischen Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich 2018 nur auf 1,4% der Wirtschaftsleistung im Vergleich zu 2,2% in Frankreich und 3,1% in Deutschland. Auch hier haben wir sicherlich eine wesentliche Ursache für den Rückstand Italiens oder für das Zurückfallen im Vergleich zu Schwellenländern, vor allem aus Asien. Der italienische Investitionsplan setzt vor diesem Hintergrund vor allem auf eine Stärkung und Modernisierung in der Breite. Dies betrifft die medizinische Grundversorgung ebenso wie die Ausstattung der öffentlichen Verwaltung, den Umfang staatlicher Forschungsförderung, den Zustand der Wasserleitungen und des Hochwasserschutzes im Land und kommunale Investitionen in die Infrastruktur vor Ort. Trotzdem liegen die Investitionen für Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und für Digitales in absoluten Zahlen durchaus in einer ähnlichen Größenordnung wie in Deutschland und Frankreich. Das betrifft die energetische Gebäudesanierung ebenso wie nachhaltige Mobilität, die Förderung von grünem Wasserstoff oder die umfänglichen Investitionen in hochwertige Internet- und Mobilfunkverbindungen. Damit komme ich zum letzten Teil, obwohl der etwas weniger trocken ist, als das, was ich jetzt gerade zuletzt gemacht habe. Aber auch hier ist die. Ja, also die politischen Folgen, eine Sache, die wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben oder schon wieder vergessen haben, hier anhand eines Zitates der EU-Kommission aus dem Juni 2020 aufgegriffen. Die Kommission hat damals gesagt, die Covid-Pandemie wurde von einer beispiellosen Infodemie begleitet. Ausländische Akteure und einige Drittländer, insbesondere Russland und China, haben sich an gezielten Operationen und Desinformationskampagnen beteiligt. Diese sogenannte Infodemie, kombiniert mit der zaghaften Kommunikationsstrategie der Europäischen Union, hat in einigen Ländern, insbesondere in Italien, Wirkung gezeigt. Auf Geheiß der Fünf-Sterne-Bewegung, damals ja noch eine der beiden führenden Regierungsparteien, hat die italienische Regierung in der Anfangsphase der Pandemie China und Russland zu ihren wichtigsten Partnern im Krisenmanagement ernannt. Beide Länder schickten demonstrativ Ärzteteams nach Italien und lieferten dem Land Masken und Sauerstoffflaschen, während die europäischen Partner, insbesondere Deutschland und Frankreich, in den ersten Wochen Exportverbote für diese in der Pandemie existenziell wichtigen Produkte erließen und damit natürlich in der italienischen Öffentlichkeit für Unstimmung sorgten. Aus Angst in der beispiellosen Krise sahen viele Italienerinnen und Italiener in China eine Quelle schneller und einfacher Hilfe in der ersten Phase der Not. Wie jedoch der European Solidarity Tracker, ein interessantes Instrument im Internet des European Council on Foreign Relations zeigt, also dieser European Solidarity Tracker, mit dem man halt für verschiedene Länder sozusagen den Zusammenhalt mit anderen oder die Verbindung mit anderen europäischen Ländern nachgucken kann. Der zeigt, dass Italien
entgegen dieser öffentlichen Wahrnehmung zu den ersten Nutznießern der europaweiten Unterstützung durch Bürgerinnen und Bürger, also Zivilgesellschaft, Institutionen und Regierungen gehörte. Der Tracker enthüllt zwei Merkmale, die besonders bedeutsame Auswirkungen auf die traditionellen Beziehungen zu Italiens europäischen Partnern haben könnten. Erstens hat Italien erhebliche medizinische Hilfe von kleineren Mitgliedstaaten erhalten, die normalerweise nicht zu seinen engsten Verbündeten gehören, wie Dänemark, Estland, Lettland, Litauen und Slowenien. Dänemark spendete beispielsweise 1 Million Euro an das italienische Rote Kreuz, während Estland 100.000 Euro und 30.000 Masken an Italien spendete. Zweitens hat Italien medizinische Hilfe von Mitgliedstaaten erhalten, deren Ansichten zum EU-Wiederaufbaufonds sich stark von den eigenen unterscheiden, also Stichwort Eurobonds oder nicht. Dazu gehören Mitglieder der sogenannten Visegrad-Gruppe, Tschechien, Ungarn, Polen, die Slowakei und fiskalisch konservative Länder wie Schweden und Österreich. Italien erhielt 110.000 Schutzmasken und 10.000 Schutzanzüge aus Tschechien. Österreichische Krankenhäuser behandelten mehrere italienische Patienten intensivmedizinisch. Polnisches medizinisches Personal schloss sich italienischen Ärzten in Brescia und Rom an, während die polnische Regierung Italien mit 21.000 Litern Desinfektionsmitteln versorgte. Diese Solidaritätsbekundung fand in Italien, dessen öffentliche Debatte in den ersten Monaten der Pandemie eben von den Beziehungen des Landes zu China und Russland dominiert wurde, zunächst nur sehr geringe Medienberichterstattung. Und China, das vor Beginn der Pandemie fast 50% der weltweiten Maskenproduktion erzeugte und deswegen als Lieferant sehr in Frage kam, war das erste Land, das Masken nach Italien lieferte, genau 2,3 Millionen Einheiten. Frankreich, ebenfalls eines der am stärksten vom Virus betroffenen Länder, zog bald nach und lieferte Italien immerhin 1 Million Masken. Diese zweite Solidaritätsbekundung erhielt jedoch aufgrund der Art und Weise, wie sie der italienischen Öffentlichkeit mitgeteilt wurde, viel weniger Aufmerksamkeit als die erste. Und da sehe ich auch einen gewissen Paradigmenwechsel jetzt eben in der neuen Regierung Draghi, der viel stärker europäisch orientiert ist, während die Vorgängerregierung vor allem in der einen Regierungspartei, im Movimento Cinque Stelle, eben eher diese kritischen Aspekte in ihrer Medienpolitik anlässlich der Krise betont hat. Dass das Ganze so virulent war und dass ich jetzt auch zu jedem Detail darauf eingegangen bin, liegt auch natürlich daran, dass Emotionen in so einer Krise wie der Pandemie eine sehr große Rolle spielten und damit natürlich auch irrationale Wahrnehmung. Denn Covid ist sicher die größte Notlage, mit der Italien nach der Terrorwelle der 70er Jahre und vielleicht sogar seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs konfrontiert war. Und diese Welle traf eben die Italiener auf einer sehr persönlichen Ebene, vor allem eben in diesen roten Zonen des Nordostens. Das Virus tangierte das Leben aller aus medizinischer, wirtschaftlicher und sozialer Sicht und entsprechend heftig waren eben teilweise auch die Reaktionen oder eben die Panik, die diese Krise auslöste. Frustration und das Gefühl erneut nach den vielen Flüchtlingen, die seit 2010 an der italienischen Küste ankamen und der Eurokrise, von einer Krise besonders betroffen und mit den Folgen von den reichen europäischen Partnern alleingelassen zu werden, führten nicht nur zu Pseudodebatten über die Kooperation mit China und Russland und zu Europafeindlichkeit. Speziell richteten sich die Emotionen auch gegen Deutschland und obwohl viele Intensivpatienten aus Norditalien auch nach Deutschland ausgeflogen wurden, was aber, wie gesagt, auch erst stark verzögert wahrgenommen wurde. Träger dieser nationalistischen Aufwallungen in der ersten Phase der Corona-Pandemie waren vor allem die Rechtsparteien, die Lega, dann Fratelli d'Italia, also die Nachfolgepartei der Neofaschisten. Aber sie reichten bis in die Mitte der Gesellschaft und erreichten einen Höhepunkt, als auf einem EU-Gipfel im April 2020 unter anderem auf Betreiben Deutschlands gemeinsame europäische Schulden zur Bewältigung der Corona-Folgen abgelehnt worden waren. Und da habe ich noch ein schönes Beispiel. Come hanno iniziato i tedeschi sulla storia degli ultimi 100 anni? I tedeschi hanno provocato la prima guerra mondiale. I tedeschi hanno sterminato 6 milioni di ebrei nelle camere a gas. E i tedeschi ancora oggi hanno questa loro arroganza spietata. Oggi in termini economici, ma considerarsi una ignoranza superiore, quel criminale con i baffetti diceva Ariani, ecco, ancora oggi
si sentono superiori, non possono cedere ai prestiti nei confronti dei poveracci, per carità, no? Allora, no, allora war, non se poi non è stato il paziente zero di questo maledetto coronavirus è un tedesco. Und angeblich der erste Corona-Patient war auch ein Deutscher, der in Italien das Virus war gemacht hat. Ich ricordare ai tedeschi una cosa. Appena finita la seconda guerra mondiale, la comunità internazionale, se avesse ragionato con questa loro incredibile e ciclica arroganza, e non invece con la pietas umana con la quale ragionano, pietas umana, oggi i tedeschi vivrebbero tutti nelle bidonville. Riflettiamo su questa cosa. Quindi grazie a Dio sarò italiano, sì, saremo certo italiano, non i tedeschi, ma siamo empatici, siamo umani, quindi grazie di essere italiani e non tedeschi. Io vorrei dare come hanno ucciso i tedeschi sulla storia degli ultimi 100 anni. Auf YouTube nochmal angucken, er sagt am Anfang, dass er sie wollte leider nicht zum Scherzen und zumute ist und dass es eben sein bitterer Ernst sei, jetzt ist, man kann glauben, das kommt, aber auch wie sie sehen wir weiter. So, also das ist sozusagen die Spitze eines Eisbergs gewesen, also an wirklich massiven auch Ressentiments. Natürlich ist hier sehr zugespitzt, aber es gab dann auch diese im Rahmen der ganzen politischen Debatten diese Idee des in Italien sowieso schon virulente Idee von der Lega Nord sehr stark vertreten wird, des Sovranismo, dass man sozusagen wieder die Gewalt, die Macht über das eigene Schicksal, das eigene Land zurückerobern müsste, also sehr starke antieuropäische Ressentiments. Und zusammen mit einigen italienischen Kollegen haben wir dann versucht, einen Gegenaufruf zu machen, natürlich etwas großsprecherisch sozusagen, so aus historischer Perspektive uns an die Regierung der EU gewendet und versucht sozusagen gegenzusteuern. Immerhin mit dem Erfolg, dass, glaube ich, es steht hier 600, also Historikerinnen und Historiker vorwiegend aus Deutschland, Italien unterschrieben haben. Und ich will jetzt nicht sagen, dass deswegen sich dann alles geändert hat, aber es war hier einer von vielen Aspekten, die dann dazu geführt haben, dass in dem nächsten EU-Gipfel im Juli 2021 ja dann auch Deutschland, ich würde sagen, endlich seinen Widerstand aufgegeben hat gegen gemeinsame Anleihen der europäischen Länder. Man muss sicherlich nicht für alle Vorhaben von Regierungen irgendwie gemeinsame Anleihen machen, aber ich denke, für solche europaweiten Krisen, wo eben die Länder gemeinsam betroffen sind und wo auch nur mit gemeinsamen Anstrengungen die Krise gelöst werden kann, ist es schon richtig, dass endlich dann eben im Juli 2020 der EU-Gipfel dieses Programm Next Generation EU beschlossen hat. Und wie sozusagen auf einen Schlag ist dann die Stimmung in Italien auch wieder umgeschwenkt. Europa war plötzlich wieder, wurde wieder positiver gesehen. Auch solche Ausfälle, wie ich eben Ihnen vorgeführt habe, kann man danach nicht mehr, zumindest nicht mehr in den Mainstream-Medien oder bei Mainstream-Persönlichkeiten aus dem Bereich des italienischen Mainstream finden. Und ich denke, dass von daher dieses Programm, wenn es denn hoffentlich auch so umgesetzt werden kann, wie ich es Ihnen vorgestellt habe, schon dazu beitragen kann, dass diese Krise nicht nur so katastrophale Folgen hatte, wie diese hohen Zahlen von Toten, sondern dass auch daraus vielleicht auch etwas Innovatives, Neues entstehen kann und vielleicht auch ein gewisser verstärkter europäischer Zusammenhalt entstehen kann. Dann ist ja ganz klar, alle diese Krisen, die wir in den letzten Jahrzehnten zu bewältigen haben, vom Klimawandel bis hin zur Verteidigung der Ukraine, sind alles Dinge, wo die einzelnen europäischen Staaten kaum in der Lage sind, eine wirksame Politik durchzusetzen, vielleicht sich sozusagen zurückzuziehen, aus allem herauszuhalten, aber sicherlich nicht, wenn man versucht, die Werte, die ja eigentlich sozusagen als Gemeinsamkeit der Europäischen Union vereinbar sind, zu verteidigen, dann glaube ich, geht es so zusammen und letztlich ist dann eben, wenn man eine gemeinsame Währung hat, auch zumindest in gewissem Umfang eine gemeinsame Schuldenpolitik erforderlich und sei es nur, um sozusagen auch Ressentiments, wie sie sonst in anderen Staaten
aus verständlichen Gründen entstehen, abzufedern. Und als letzter Punkt denke ich, gerade die Aufgabe der Historikerinnen und Historiker ist, in solchen Situationen zur Zivilisierung der Diskurse beizutragen. Ich habe ja an verschiedenen Stellen darauf verwiesen, oder Sie haben es auch alle aus den O-Tönen gehört, dass diese Situationen immer wieder mit Kriegen verglichen werden. Das ist sicherlich verständlich, dass es so ist, aber es ist doch die Frage, ob das eigentlich die richtige Richtung ist, wie wir, wenn wir diese Krisenerfahrungen zu bewältigen versuchen, wie wir argumentieren sollten, ob es nicht dann doch wichtig ist, wir versuchen sozusagen die Dinge einzuordnen, auch ein Stück weit zu relativieren, zu kontextualisieren und damit halt eben auch zur Zivilisierung der Diskurse und der Auseinandersetzung innerhalb Europas beizutragen und eben den Nationalismus, der, glaube ich, in Europa nie und historisch noch nie eine positive Lösung gebracht hat, dem damit auch entgegenzutreten. So viel, vielen Dank für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit und ich bin gespannt auf Ihre Fragen. Christian Janssen, für einen wirklich gegenwartsnahen, im klassischen Sinne zeithistorisches Vortrag. Ein österreichischer Historiker hat mal Zeitgeschichte mit Asche verglichen, die noch nicht völlig vergangen ist, die noch qualmt. Wenn wir das Bild auf Italien übertragen dürfen und an den Vesuv denken oder an den Ätna, dann würde ich sagen, es ist Lava, die noch nicht ganz erkaltet, noch nicht ganz erstarrt ist. Das hat man gemerkt, auch mit diesen Ausführungen, das ist ja noch alles offen. Wir wissen ja gar nicht, wie lange das noch weitergeht mit diesen Mutanten. Ich darf kurz zusammenfassen. Deutlich wurde es durch die Ausführung von Christian Janssen, dass Bergamo ein Signalort, ein Gedächtnisort der Pandemie ist und dessen Auswirkungen der Bilder bleibt zu diskutieren. Die Wahrnehmung dieser Bilder, vor allen Dingen in Österreich oder in Deutschland, scheint mir spannend. Bei den Phasen, die Christian Janssen angerissen hat, ist doch aufgefallen, die Rigidität der Maßnahmen, aber offensichtlich auch die Disziplin der Italienerinnen und Italiener, die von dieser Pandemie zunächst betroffen waren, das Nord-Süd-Gefälle, das Thema Föderalismus Deutschland, Zentralismus Italien, die Kriegsmetaphern, die angesprochen worden sind. Ich erinnere, dass Macron von Krieg gesprochen hat, dass Angela Merkel von der schlimmsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg gesprochen hat. Sehr deutlich wurde auch durch die Ausführungen von Christian Janssen, dass dieses Gesundheitssystem in Italien ausgelaugt war durch eine überzogene Privatisierungs- und Sparpolitik, dass das System Italiens aber sehr rasch dann reagiert hat mit der Aufstockung des Budgets für die gesundheitliche Versorgung. Was die ökonomischen Dimensionen angeht, wurde sehr deutlich, dass wie in einem Brennglas durch die Pandemie deutlich wurde, dass Italien in einer langwierigen ökonomischen Dauerkrise sich bewegt hat, dennoch ein Nettozahler ohne Rettungsschirme gewesen ist, mit einer doch dramatischen Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich zu Deutschland. Deutlich wurde durch die Pandemie das, was Perry Anderson schon vor über einem Jahrzehnt in einem Surkamp-Ding geschrieben hat, nämlich das italienische Desaster. Da meinte er die Digitalisierungsrückstände, die Überalterung der Bevölkerung, die Prozesse, die durch Verjährung nicht mehr durchgeführt wurden, etc. etc. All das wurde durch diese Pandemie schlaglichtartig deutlich. Auch die Dimension der Wettbewerbsfähigkeit, die verlustig gegangen ist, vieles andere mehr, der Rückgang der Wirtschaftsleistung, doch deutlich stärker als Deutschland, aber dann eben Next Generation EU, wobei dieser Begriff schon ein Körnchen Wahrheit insofern enthält, dass die nächste Generation, vor allem die Folgen dieser Verschuldungen zur Rettung der Länder, der europäischen Länder, der EU-Länder zu zahlen hat. Spannend auch das Verhältnis Zuschüsse und Kredite, dass Italien einer der Hauptprofiteure dieses Recovery Funds geworden ist, das Piano di Ripresa e Rilancio. Spannend fand ich bei den Daten der Milliardenbeträge, wenn ich das richtig in der Rasanz der Präsentation richtig erfasst habe, die Summen gegenüberstelle, ist Nummer 1 ökologischer Wandel, Nummer 2 Digitalisierung, Nummer 3 immerhin Bildung und Forschung, Nummer 4 Transport, Nummer 5 Inklusion und Kohäsion
Und Nummer 6 erst, interessanterweise, also wenn ich die Summen jetzt so gegenüberstelle, Gesundheit. Das ist eine interessante Gewichtung. Spannend fand ich auch das, was du am Ende ausgeführt hast, nämlich die externen Helfer, in Anführungszeichen vielleicht auch, Volksrepublik China und Russische Föderation, auch wichtig, dass zunächst verwiesen auf die ersten Reaktionen der Mitgliedstaaten, im Grunde unilaterale Maßnahmen, Unilateralismus, nationalisierte Maßnahmen, aber dann eine Multilateralisierung der Hilfe durch kleinere Länder, durch mittlere Länder. Also der Trend ging weg von der unilateralen Nothilfe im nationalen Rahmen, weil erkennbar war, das ist ein grenzüberschreitendes, eben globales Phänomen, also multilaterale Hilfe. Und zu guter Letzt fand ich auch ein bemerkenswertes Thema Emotionen. Das muss ich Ihnen gar nicht sagen. Stichwort Irrationalität, da wäre auch spannend zu erfahren, das ist vielleicht noch für die Diskussion. Gab es einen Querdenker, einen Spaziergänger, ein Impfverweigerer-Phänomen auch in Italien in dem Maße, wie wir es in Deutschland ja erlebt haben, vor allem im Osten Deutschlands? Oder war eben Rigidität der Maßnahmen, erfolgreiche Maßnahmen, Disziplin hier, was völlig dem Stereotyp, dem Klischee des Italieners widersprechen würde? Ja, Sie haben gesehen, mit diesem Thema sind wir mitten in der Zeitgeschichte. Ich danke nochmal ausdrücklich für den Vortrag und für die öffentliche Diskussion. Ich freue mich auf die Meldung. Wir haben ein Saalmikrofon und wir schauen, dass wir Fragen sammeln. Bitte schön. Wir haben schon hier eine erste in der dritten Reihe. Versuchen wir einen Dreierpack und bitte dich wieder zum Podium zu kommen. Wir sammeln. Professor Jensen. Ja. Italien hat ja eine viel höhere Impfquote als Deutschland oder auch andere europäische Länder. Worauf führen Sie das im Wesentlichen zurück? Ja, das ist, haben wir gleich direkt eine zweite Frage? Dann würde ich sagen, machen wir das. Passt ja auch zu der Frage, die du schon aufgeworfen hast, Querdenker, Spaziergänger und so weiter. Ich habe mich da exakt vor einer genaueren Recherche etwas gedrückt, weil ich dann einfach auch angesichts der Fülle dessen, ich war jetzt schon eine ganze Menge, was ich Ihnen hier präsentiert habe, und wenn ich jetzt noch sozusagen bis in die Gegenwart gegangen wäre, hätte es mich dann auch mal doch überfordert, das hier in eine Dreiviertelstunde zu packen. Insofern habe ich mich mit der zweiten Phase, in die ja diese ganzen Fragen gehören, Impfkampagnen, Querdenker etc., nicht groß reingelesen, aber ich versuche spontan ein bisschen was drauf zu antworten. Also es ist auf jeden Fall richtig, dass die Impfquote wesentlich höher ist. Generell kann man, glaube ich, sagen, ich kann es aber auch nicht genau erklären, wie das zusammenhängt, dass katholische Länder eine höhere Impfquote haben als die protestantischen Länder des Nordens. Also in ganz Südeuropa sind die Impfquoten sehr viel höher als bei uns, oder in ähnliche Verweigerer gibt es eben auch in Österreich, weil es ist auch nicht unbedingt ein protestantisches Land, aber ich wollte gerade sagen, das spricht meine eigene These. Aber in Skandinavien und Holland gibt es auch diese hohen Quoten an Freien. Also vielleicht ist es weniger katholisch-protestantisch, sondern eher Nord-Südeuropa jedenfalls. Also ich kann es auch nicht so richtig erklären. Es ist in der Tat erstaunlich, dass diese wirklich rigiden Maßnahmen, ich habe kaum was darüber gefunden, dass es jetzt auf große Proteste gestoßen werden und auch Weigerung ist. Das hat mich dann daran erinnert, als in Italien, auch vor, ähnlich wie in Deutschland, vor 20 Jahren circa Rauchverbote in Kneipen eingeführt worden, haben auch alle Leute gesagt, das geht in Italien niemals. Hat aber in Italien viel besser funktioniert als bei uns. Wir haben diese Raucherkneipen als Kompromiss gehalten, oder wahrscheinlich kann man auch über das Tempolimit entsprechend reden, wo auch in Italien das eigentlich kein Thema ist, das überall beschränkt ist, und wir halt da immer so eine Art von, ja, ich würde sagen mal etwas salopp, spätpubertären Rebellentums haben von Leuten, die halt, wenn es irgendwas vom Staat hier Seite vorgeschrieben ist, dann sich gerade immer wieder setzen müssen, und ja teilweise auch durchaus vernünftige Argumente. Also ich will nicht sagen, dass das alles Blödsinn ist, was man so in diesen Diskussionen zu hören bekommen hat, aber es sind eben teilweise auch Argumente, wo man vielleicht sagen kann, ja, vielleicht macht man das erstmal mit, was die Regierung vorschreibt, und denkt dann drüber nach, und vielleicht in der zweiten Runde überlegt man, ob man es besser machen kann. Also ich kann es nicht genau sagen. Die Impfquote ist jeweils signifikant höher. Es gibt aber wohl auch, also ich habe einen Freund nochmal gefragt zu der Frage Querdenker und so, der hat gesagt, es gibt schon auch in Italien aus dem, vor allem aus dem rechtsextremen Lager, auch inzwischen sehr viele Proteste gegen die
Impfkampagnen und wird eben auch ähnlich argumentiert bei uns. Aber ich glaube, es ist insgesamt eine geringere Zahl von Leuten, die sich diesen Protesten anschließen. Aber wie gesagt, das ist alles sehr ungesichert und vielleicht gibt es Leute, ich war leider wegen Corona seit 3 Jahren nicht in Italien, also ich habe kaum noch eigene Impressionen. Vielleicht gibt es Leute, die dort waren und da authentischer berichten können als ich, weil das könnte ich mir schon vorstellen, dass da, wenn man in Italien gereist ist in letzter Zeit, dass man vielleicht da mehr darüber weiß, als ich jetzt aus meinen Studien, Lektüren und so weiter. Ja, vielen Dank. Nur in der ersten Reihe auf der anderen Seite. Jansen, können Sie das nochmal erläutern? Sie sprachen zu Anfang auf diesem Interview, dass die Behörden und Ärzte schon vorher, Wochen vorher schon bekannt war, was dort vielleicht auf Italien zukommt. Worauf bauen Sie das auf? Man weiß, im Dezember in China ging es los und so weiter und so fort. Sind die internationalen Gesundheitsbehörden alle informiert worden und man hat das wie jetzt eventuell mit BA5 alles vernachlässigt oder was sind die Erkenntnisse jetzt? Bitte, dann fangen wir nämlich gleich meine Frage dazu, bitte. Dankeschön. Ja, erstmal vielen Dank für den Vortrag. Ich wollte einen Kommentar vielleicht zu diesem, zur Frage nach den Corona-Protesten, das hat mich auch beschäftigt, aber ich glaube, dass als diese Green Card eingeführt wurde, Ende 2021, also die Kontrolle von Impfzertifikaten durch die Arbeitnehmer, dass es da ziemliche Proteste gab. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Und meine andere Frage wäre gewesen, ob du etwas weißt über Corona-Hilfen, also was sagen Arbeitnehmer, Beschäftigte, Gastronomie, so wie bei uns ja diese Corona-Hilfen bekommen haben, wie es da entsprechend in Italien aussah. Ja, ich habe noch eine Frage, was Sie vorhin sagten, ich glaube, es geht ohne Zahlen. Ja, nehmen wir doch das Mikro, wir filmen, wenn Sie da das Mikro haben, können das die Videogucker später besser hören. Ja, und eine Nachfrage noch, Sie sagten ja vorhin, dass es eine Diskussion darüber gibt, ob föderalistische oder zentralistische Staaten grundsätzlich besser mit solchen Krisen zueinander kommen. Was ist denn Ihre Meinung, welcher Staatsaufbau darüber am besten geeignet ist? Ich glaube, das wird die erste Frage. Ich habe das auch nochmal, als wir es jetzt nochmal gemeinsam geguckt haben, diese Stelle aus dem Film, nochmal drüber nachgedacht, weil ich glaube, das ist etwas anders gemeint, als Sie es verstanden hatten. Ich glaube, er wollte eigentlich nur sagen, dass Sie an diesem Hotspot, eben in Bergamo, wo das, oder in Brescia, oder wo das losgegangen ist, so ähnlich wie es die allererste Reportage, die ich zitiert hatte, aus der Zeitung, die sagte, das sind diesen 2 Wochen voraus. Die wissen jetzt schon, was dann in Zukunft passiert im Rest des Landes. Oder da war ja in dem allerersten Zitat, was ja auch ein bisschen schwarzmalerisch war, was sozusagen die Folgen noch dramatischer beschrieben hat, als sie dann tatsächlich eingetreten sind. Also es war sozusagen das Gefühl, wir erleben hier, was keiner glauben will, was keiner, der eine Experte, der auch sagte, er hat das deutlich gehört und hat das erstmal nicht geglaubt und ist dann selber hingefahren, aber dann auch schockiert, also sozusagen in dem Sinne, dass es in der Öffentlichkeit noch keiner wahrhaben wollte, auch in der Politik vielleicht, und dass sie das eben schon gesehen haben, was auf die Welt zukommt. Also ich glaube, nur in diesem Sinne war es gemeint, nicht, dass da irgendwelche Vorabinformationen über irgendwelche Ärzteverbände oder sonst was waren. Natürlich gibt es das auch immer noch, auch in der ganzen Dokumentation, also die ich aus der ich das schon zitiert habe, sehr interessant, dass nochmal rekonstruiert wird, wie früh also sozusagen die ersten Berichte aus China auch bei den Beratern des US-Präsidenten gewesen sind. Also da gibt es natürlich schon einiges, was der breiten Öffentlichkeit nicht so mitgeteilt wurde, aber ich glaube, in dem Sinne war diese Stelle nicht gemeint, sondern es war einfach nur gemeint, wir erleben das jetzt schon, was die anderen dann erst später gesehen haben, oder wir erleben das apokalyptische, diese ganzen Horrorszenarien jetzt aus nächster Nähe. Also ich glaube, es war nur so in dem Sinne gemeint. Mit der Green Card, da gab es Proteste, aber man muss auch sagen, sie wurde eben durchgesetzt. Also es gibt in Italien, man kommt an keinen Arbeitsplatz, ohne seinen Impfnachweis vorzuzeigen. Und wenn man denkt, was für große Bedenken die Regierung bei uns hat, selbst im Gesundheitssystem diese Impfnachweise wirklich zu fordern und durchzusetzen, das haben sie ja im Prinzip fallen gelassen, weil jetzt zum Glück Corona nicht mehr so virulent ist.
Und da muss man schon sagen, es gab Proteste, aber es sind eben auch Leute, dann haben ihren Job verloren und die Proteste sind auch dann wieder eingeschlafen. Also das, also ich habe es nur von Freunden mir erzählen lassen, also wenn man in die Uni rein will in Italien, muss man immer noch auf dem Handy seinen Impfnachweis vorzeigen. Also und das ist natürlich unvorstellbar, glaube ich. Und das wird also unvorstellbar, aber es ist jeweils ist bei uns nie durchgesetzt worden. Was die Corona-Hilfen angeht, das ist, was ich in dem einen Programm versucht habe, oder was so subsumiert war unter dem Punkt, was die Regierungen der verschiedenen Länder eben dann an Geldmitteln, vor allem an Kreditgarantien mobilisiert haben. Das sind eben die Dinge, die man bereitgestellt hat für Firmen, die halt Verdienstausfälle hatten, Steuerstundungen oder eben auch direkte Hilfsmaßnahmen für Leute, die halt eben von den Folgen betroffen waren. Und da ist das Volumen in Italien etwa halb so hoch gewesen wie in Deutschland. Also kann man, also ohne das jetzt die Details kenne, kann man sagen, es gab schon erhebliche Hilfen. Das Land ist ja ein bisschen kleiner auch als Deutschland. Aber es ist sicherlich nicht ganz so großzügig entschädigt worden. Aber man kann trotzdem sagen, das denke ich ist noch einer der positiven Effekte dieser Krise, dass eigentlich in ganz Europa so im keynesianischen Sinne antizyklisch investiert worden ist. Also es ist eigentlich gelungen, in ganz Europa jetzt eine wirklich schwere Rezession zu verhindern, indem eben durch solche Hilfsprogramme die Wirtschaft gestützt wurde und damit der Wirtschaftskreislauf nicht richtig zum Erliegen kam, obwohl man das vielleicht hätte befürchten können bei diesen hohen Krankenzahlen. Und das, denke ich, ist auch ein positiver Effekt, der jetzt eben europäisch einheitlich Konsens ist. Nicht mehr dieser Streit, macht man das so und macht man es anders, sondern das war eben zumindest in den ganzen großen europäischen Ländern jetzt sehr einheitlich. Ja, die Frage jetzt Föderalismus, Zentralismus. Also ich bin schon eher ein Vertreter des Föderalismus und denke, in Italien gibt es viele Probleme, die hätten vermieden werden können, wenn das Land nicht so lange zentralistisch strukturiert gewesen wäre. Problem ist ein bisschen, wenn man jetzt auf Italien guckt, seit den 70er Jahren ist ja die Regionalisierung in Italien deutlich vorangeschritten und insbesondere das Gesundheitssystem ist hauptsächlich in Regionen verankert, also das ist stark regionalisiert, hat jetzt aber dann eben teilweise auch zu diesem unterschiedlichen Abbau von Klinikkapazitäten geführt. Also während es in der Lombardei eben sehr katastrophal war, gibt es durchaus einige andere Regionen, die mit der Corona-Krise besser zurande gekommen sind, eben in denen andere Regionalregierungen andere Gesundheitspolitik vertreten haben. Insofern kann man natürlich sagen, kann man auch sagen, dass die Regionalisierung in Italien auch zu starken Disparitäten jetzt wiederum geführt hat. Aber grundsätzlich glaube ich, dass föderalistische Systeme besser in der Lage sind. Und ich meine, teilweise finde ich schon die Einschränkungen, die es in Italien gab, aufgrund des Zentralismus absurd. Also ich habe auch einen Freund, dessen alte Mutter lebt in Umbrien, die durfte ihr Dorf nicht verlassen, obwohl in Umbrien kein einziger Fall nachgewiesen war, einfach weil zentralistisch diese ganzen Lockdown-Regeln galten. Auch in Süditalien gab es wenig Fälle und es galten die gleichen rigiden Vorschriften wie eben in der Lombardei, in Veneto im Norden, wo es möglicherweise berechtigt war, wobei ich glaube ja auch rückblickend sieht man ja einige der Lockdown-Maßnahmen auch kritisch, dass sie nicht so viel genützt haben, wie sie Schaden angerichtet haben. Also das würde man wahrscheinlich in Zukunft auch nicht mehr so machen. Auch in Italien wahrscheinlich würde man nicht mehr zu diesen radikalen Eingriffen führen. Und ich habe ja versucht, diese Absurditäten zu zeigen, also wo irgendwelche Bürgermeister dann auch noch meinten, sie müssen jetzt auch noch das Fahrradfahren verbieten oder was weiß ich. Also das waren teilweise wirklich Auswüchse, wo man sich aber gleichzeitig wundert, dass es dagegen relativ wenig, zumindest nicht sehr massive Proteste gab, die jetzt bis nach Deutschland gedrungen wären. Also, aber wie gesagt, ich bin insgesamt eher ein Freund des Föderalismus und glaube, dass das besser bei großen Ländern besser in der Lage ist, Probleme abzufedern und unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Regionen anzubieten. Interessante These, wenn man das Beispiel Deutschland sich anschaut und den Föderalismus und diese vielen Konferenzen mit den Ministerpräsidenten etc. und einer relativ machtlosen Bundeskanzlerin, die angeblich die richtige Kompetenz besitzt, aber man kann unterschiedlicher Meinung sein. Fragen an unseren Referenten. Ich muss immer welche im Köcher haben, wenn aus dem Publikum nichts kommt. Meine Frage, Bergamo. Warum Bergamo? Warum Oberitalien? Süditalien war nicht zunächst sozusagen in irgendeiner Weise Hotspot. Zweite Frage, wie weit haben diese Bilder, du hast einige gezeigt, aus Kliniken, aber vor allem dieses eine Foto, das waren auch bewegte Aufnahmen, wenn ich recht erinnere, von diesen Kolonnen von Militärfahrzeugen, die keine Patienten, sondern Särge transportiert haben. Der Wake-up-Call, also der Wachrüttler,
Und damit knüpft sich schon die dritte Frage, hat Europa geschlafen? Wir wissen, wie die Abfolgen dann waren. Also Ursula von der Leyen hat noch im Februar das Klimathema zum Thema Nummer 1 erklärt, Greta Thunberg empfangen in Brüssel, wo der amerikanische Auslandsgeheimdienst schon im Dezember wusste, was los ist. Auch die nächste Frage, warum haben wir keine europäischen Nachrichten? Ich weiß nicht, gleich Geheimdienst, ja, aber Nachrichtendienst, Informationsdienst, die Frage dürfte ich nicht, müsste ich ja nicht richten, sondern eigentlich ja, an Vertreter der EU-Institutionen. Meines Wissens ist seither da nicht substanzielles geschehen. Braucht sowas nicht auch EU-Europa, also ein Nachrichten-, Informations- und Warndienst? Das sind so ein paar Fragen, die mir so in den Kopf gegangen sind. Warum Bergamo, warum Italien? Und welche Rolle spielt eigentlich, muss ich als Österreicher noch dazu als gebürtiger Tiroler auch noch sagen, Ischgl? Ischgl ist ja auch sozusagen ein Ort gewesen, ein Superspreader-Ort. Bei Bergamo weiß ich nur, oder habe ich nur in Erinnerung, dass ein Fußballspiel der Euroleague, Atalanta Bergamo, ich glaube es war ein spanischer Verein, zu den Zeiten, als dieses Virus schon sozusagen im Umlauf war, in einer hohen Zuschauerzahl als Super, als Mega-Spreader gewirkt haben soll. Aber vielleicht dazu ein paar Sätze, noch ein paar Eindrücke, sofern wir das noch... Also ich habe irgendwas auch darüber gelesen, aber ich habe mir das extra nicht gemerkt, sodass ich es jetzt hier vernünftig wiedergeben könnte. Irgendwas gab es auch mit China, also so ähnlich wie bei uns die ersten Fälle ja durch so eine Firma in Süddeutschland entstanden sind, die Beziehungen nach China hatten. Da war irgendwas mit in Bergamo oder in der Region. Bergamo, wie gesagt, ich habe versucht, das so ein Stück weit zu erklären mit diesem, also warum das da so eskaliert ist mit dem besonderen Einschnitten in dem Gesundheitssystem aufgrund der langen Lega-Regierung in der Lombardei, dann halt mit der alten Bevölkerung, wobei Überalterung natürlich ein sehr problematischer Begriff ist, weil natürlich ist es ja auch schön, wenn die Leute alt werden und lange leben. Es wurde auch dann gesagt, dass dadurch, dass die alten Leute überwiegend in den Familien leben, also eben nicht wie in Deutschland zumindest ein großer Teil hat, in irgendwelchen alten Einrichtungen lebt, dass es schwerer gewesen sei, sie zu isolieren und dass sie halt dass sie auch versorgt werden mussten durch Familienangehörige, dass sozusagen dadurch auch das schwerer war, es einzuschränken. Da gibt es natürlich dann wieder auch die Gegenbeobachtung aus Schweden, wo man ja gerade sagt, dass in den Altersheimen die Leute vernachlässigt wurden und dann auch reihenweise gestorben sind. Also das ist alles sehr widersprüchlich und ich muss da, also kann da nicht sehr, sehr viel Vernünftiges zu sagen. Wie gesagt, es wurde in den Berichten, die ich gelesen habe, immer so beschrieben, als wenn in den Orten aus einer gewissen Hilflosigkeit und Ahnungslosigkeit, dann vielleicht auch, weil eben doch zu wenig, zu spät informiert worden ist über die richtigen Verhaltensweisen, dann eben sozusagen viele alte Leute, die vielleicht auch nicht medienkompetent in dem Sinne waren, also nicht über das Internet erreichbar sind oder dann eben sich falsch verhalten haben und deswegen sich auch gefährdet haben. Aber das ist alles ein bisschen mit Vorsicht. Die EU. Also ich glaube auch, dass das relativ spät erst erkannt worden ist, was für eine Gefahr das bedeutet. Und natürlich dann vielleicht auch aus einem gewissen schlechten Gewissen heraus dann eben dieser massive Plan halt in so relativ kurzer Zeit beschlossen worden ist. Es ist ja auch versucht worden, das mit dem Klimathema zu verbinden. Auch in Italien sind ja eine ganze Reihe der Maßnahmen sozusagen auch auf die ökologische Modernisierung ausgerichtet. Aber auch da muss ich sagen, du bist eigentlich der größere Europa-Experte als ich. Also vielleicht kannst du da auch noch selber ein paar Reden zu machen über die Frage des Nachrichtendienst habe ich noch nie nachgedacht, aber in der Tat ist es so, wir brauchen immer die Informationen von den USA und wenn sie uns nicht geben, dann haben wir Pech gehabt. Das ist ja eigentlich nicht angemessen der Bedeutung der Europäischen Union. Also vielleicht weißt du ja noch selber was. Also mein Wissensstand, warum Bergamo und warum dieser Hotspot kryptisch, fragmentarische Erinnerung in einer Firma in Prato in Italien mit einem hohen Anteil chinesischer Arbeiter soll
ein Ausgangspunkt gewesen sein. Das wäre ja eigentlich Toskana, das wäre eine andere Ecke. Das ist eigentlich eine andere Ecke und nicht das Umland. Ja. Wie auch immer, vielleicht war bei diesem Fußballspiel auch Leute aus dieser Firma dort im Einsatz. Im Rahmen des europäischen Außendienstes, um auf deine Frage kurz einzugehen, gibt es sozusagen eine kleinere Gruppe von Leuten, die sowas aufbauen wie einen Informations- und Nachrichtendienst, aber ist im Vergleich zu dem, was in St. Petersburg da an Trolle passiert, in einer ganz also unvorstellbaren Zahl von Leuten, die zu Desinformation, zur Desorientierung etc. beitragen, noch embryonal. Also hier ist man wirklich abhängig von den großen, bekannten, weltweit effizienten Informations- und Nachrichtendiensten, Stichwort CIA, MI5, MI6, Mossad, im Wesentlichen abhängig. Das ist ein riesiges Defizit, was es in der Europäischen Union gibt. Natürlich auch ein Konkurrenzverhältnis vieler nationaler Informations- und Nachrichtendienste, die sich nur zum Teil austauschen, nur bedingt in Verbindung sind. Das ist ein ähnliches Phänomen, wie wir es bei Europol haben, dass nur ein gewisser Teil eher kommuniziert. Und das ist sicher einer der großen Defizite. Ich teile die Ansicht, dass die Europäische Union verspätet reagiert hat, aber dann auch meine These, aus einem Gefühl, etwas versäumt zu haben, aus einem Gefühl, etwas verschlafen zu haben, umso massiver dann in einem gigantischen Programm aufgewandt zu haben. Und wir wissen ja im Vergleich zu dem amerikanischen Marshallplan für Westeuropa, dass die Zahlendimensionen in etwa die gleichen sind. Natürlich waren 12 Milliarden Dollar 1952 eine andere Dimension an Kaufkraft wie dann diese 750 Milliarden Euro, das muss man dann auch wieder verrechnen. Aber dieser Vorgang war ein singulärer Akt, weil man nicht vergessen darf, die Europäische Union hat damit auch die Möglichkeit bekommen, Schulden aufzunehmen durch Anleihenkäufe auf dem Kapitalmarkt. Und das ist eine neue Dimension. Das war bisher nicht möglich. Und wenn eine Institution, eine internationale Einrichtung wie die EU, die eine Rechtspersönlichkeit ist, eine internationale Schulden aufnehmen kann in diesen Dimensionen, dann wird sich irgendwann die Frage stellen, diese Schulden sind ja auch zu tilgen, die Verbindlichkeiten sind abzubauen und das wirft natürlich auch eine Frage der Finanzarchitektur, des Haushalts der EU auf und in Kombination mit dem Finanzrahmen der Europäischen Union, der ja parallel zu dem Rettungsfonds beschlossen wurde, sind wir in einem vierstelligen Milliardenbereich. Also eine unvorstellbare Aufstockung im Vergleich zu bisherigen Finanzrahmen und Hilfen. Und das wirft natürlich auch die Frage auf, woher soll das Geld kommen? Es muss im Wesentlichen von den Mitgliedstaaten kommen, aber es wird zu einem nicht unwesentlichen Teil auch in Zukunft Eigenmittel der Europäischen Union bedeuten. Und das wirft letztlich die Frage auf, gibt es sowas wie eine europäische Steuer, die im Umweg und im Kompensationswege mit der Reduzierung nationalstaatlicher Steuern wahrscheinlich die Perspektive sein wird, aber das wird noch einige Zeit dauern im Zeitalter von populistischen oder skeptischen Parteien und eines längst notwendigen neuen Unionsvertrages, der aber derzeit keine Realisierungschance hat, wird man wahrscheinlich auf völkerrechtlicher, multilateraler Vertragsebene weiter operieren, ich sage es nicht fortwurschteln, aber weiter operieren, um dann vielleicht solche Verträge, solche neuen Vereinbarungen dann irgendwann mal ins Unionsrecht zu überführen. Das vielleicht nur kurz dazu aus meiner Sicht. Ich schaue ins Auditorium und frage, ich fand diese Tedeschi, diese penetrante, insistente Tedeschi, Suara, ja, würde man sagen, insofern bemerkenswert, dass die eigentlich kritischen Töne gegenüber Italien und dem Wiederaufbaufonds, Stichwort Verteilung der Kredite und Zuschüsse aus Österreich gekommen sind. Der damalige, mittlerweile verblichene Herr Bundeskanzler Sebastian Kurz hat mehrfach öffentlich gesagt, er weigere sich, und damit sprach er für sein Land in einer nicht gerade wenig selbstherrlichen Weise, er weigere sich, ein kaputtes System zu finanzieren. Das war in einer derartigen Schärfe und Härte, dass es auch, denke ich, zu Verstimmungen diesbezüglich in Italien gekommen ist, aber diesem Herrn Komiker scheint es entgangen zu sein, mit welcher Art auch man in anderer Form umgegangen ist mit der Österreich in aller Öffentlichkeit. Ich fand es also ausgesprochen deplatziert und unsolidarisch mit einem Land, das schwerst betroffen war. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Mir ist geblieben an Bildern in Erinnerung, nicht nur diese
ja, Lastwagen, Militärfahrzeuge, die Särge transportierten durch das nächtliche Bergamo, sondern an Hilferufe sehnlichst ausdrückten Ministerpräsidenten Comte, der zu dem Zeitpunkt, als noch in Deutschland Unentschlossenheit vorhanden war, Stichwort Corona-Bonds, mal zu, wie ich sag mal, ein flehentlicher, fast Bettler zum Ausdruck gebracht hat, dass Italien um seine Existenz ringt. Wie ist das eigentlich in Italien aufgenommen worden? Also, ich kann mich erinnern, es war eine Live-Schaltung, es war also live zu sehen auf den verschiedensten Kanälen in Europa, als Conte, der ja als Ministerpräsident keine schlechte Figur gemacht hat, so deutlich appelliert hat an europäische Solidarität. Und Italien war dann, du hast es eh angedeutet, einer der ersten Länder, das schon vor dem Corona wieder auf Profond ein klares Signal bekommen hat von der EZB, von der Kommission, und die ersten großen auch Kredite, Finanzhilfen kamen in Richtung Italien. Hat dieser Konteauftritt diese Wirkung entfaltet? Kann man das irgendwo einordnen, oder ist das nur eine assoziative Kombination des Zeitbeobachters? Ja. Also muss jetzt von vorne anfangen, von den ganzen Bemerkungen, dann wahrscheinlich sollen wir aus dem Ende zukommen, aber ich wollte erst mal sagen, mit den Geheimdiensten, Nachrichtendiensten, den fehlenden, das spricht natürlich auch nochmal zur Debatte Zentralismus, Föderalismus dafür, dass man vielleicht doch bei etwas skeptischer sein muss, als ich es grundsätzlich bin, was Föderalismus angeht, weil natürlich, das kann man ja auch bei den deutschen Geheimdiensten, Länder, Passungsschutz oder sowas sehen, dass, wenn es um Bekämpfung geht, die nicht mal die Länderbehörden in Deutschland zusammenarbeiten und sich Informationen weitergeben. Also manche Bereiche gibt es wahrscheinlich, wo Zentralismus dann doch besser ist, also auch wenn ich grundsätzlich bei meinem Punkt bleibe. Die Tedeschi sind ja auch traditionell in Italien die Österreicher gewesen. Also das ist, glaube ich, erst Neues, wenn Austriaci sagt, aber früher hat man in Italien immer Tedeschi gesagt, und die verhassten Österreicher, vor allem in Lombardo, Venetien, gemein. Insofern klingt das vielleicht für italienische Ohren sogar mit. Und in der Tat gab es ja diese sogenannten Frugal Four in diesen Diskussionen um Corona-Bonds, Holland, Österreich, ich glaube Dänemark, ja, und Finnland, ja, die sich immer geweigert haben. Schweden auch. Finnland kam auch dazu. Okay, waren es sogar fünf. Okay. Frugale fünf. Genau. Und die waren, die haben eben alle diese gleiche Rhetorik gehabt. Und ich meine, ich habe es gerade so in dem Artikel, den ich hier hatte, aus der Zeit zu dem EU-Gipfel im Juli 20, das nachzulesen, den habe ich noch nicht gefunden. Ich meine, dass genau diese Rede von Conte den Umschwung gebracht hat. Also, das sozusagen, also weil es ist eben im April abgelehnt worden, im Juli dann ist dieses riesige Programm durchgewinkt worden. Und ich denke, das passt auch ganz gut zu dem Erklärungsansatz, den du gerade gemacht hast, dass man eben im April das noch unterschätzt hat, die Dimension des Problems. Und dann aus diesem schlechten Gewissen heraus und vielleicht auch, weil er konnte da, es ihm nicht peinlich, unangenehm war, sozusagen nicht zu betteln und zu bitten und da nicht irgendwie den stolzen Staatsmann gemacht hat, sondern dass das eben doch letztlich einen Umschwung gegeben hat. Also vielleicht in Verbindung mit anderen Erkenntnissen, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, das müsste ich nochmal genau nachgucken, weil wir da jemals eine Publikation draus machen, dann werden wir diesen Punkt nochmal genauer recherchieren. Herzlichen Dank für die abschließenden Feststellungen, Bemerkungen und Antworten auf viele Fragen. Sie sehen, wir sind da noch in einem Bereich, wo wir eben die Lava noch nicht erkaltet und erstarrt sehen. Es ist noch alles im Gang. Es liegt hier noch eine Liste, wo sich Leute eintragen können, wenn sie wollen. Es liegt vor allen Dingen auf diesem Tisch Informationsmaterial der Deutschen Klinischen Gesellschaft und noch das Programm für jene, die weiter am Ball bleiben wollen. Das heißt, wir sehen uns zum Thema Italien nächste Woche. Am Montag wird Hans Heiß, ein den Kollegen von der Deutschen Italienischen Gesellschaft und Freunden, vertrauter Kollege aus Brixen, Bozen, sprechen über Italien und Mario Draghi. Der ist ja heute auch schon angesprochen worden. Knüpft er direkt an. Knüpft direkt an, das ist natürlich Regie hier, Dauerkrise nach kurzem Zwischenhoch, Italien nach Draghi, hat er sogar seinen Vortrag schon keck gestellt als Thema. Ich würde ein Fragezeichen hintersetzen. Nichtsdestotrotz möchte ich aber dennoch erwähnen, dass wir in dieser Woche einen zweiten Vortrag noch haben, und zwar am kommenden Donnerstag, den 16. Juni, nicht hier bitte, sondern an der Universitätsplatz, Marienburger Höhe, im Forumgebäude, Raum N008, Sie können das aus dem Programm entnehmen, spricht Kollegin Andrea Breit, die derzeit auch die Vertretung der Geschichtsdidaktik an unserem Institut
innehat von der Universität Innsbruck, zu einem Buch, einer Buchpräsentation, Europa-Konzeptionen, Narrative und Europa-Ausstellungen. 16. Juni, kommender Donnerstag, 18 Uhr, CT, 18.15 Uhr, Forumgebäude N008, alle sind herzlich eingeladen. Ich schließe nicht, wie immer, ohne Dank an Christian Janssen für Vortrag, Diskussion und Erwägungen, auch Videomaterial, das er präsentiert hat, zu einem Thema, das also noch sehr, sehr frisch und jung ist, und natürlich ohne drittens zu danken Ihnen fürs Kommen, für Ihre Fragen, die Sie gestellt haben, zur Belegung auch dieser Veranstaltung. Herzlichen Dank.